mit uns, ey. Skrrt. Ja, die Liste ist lang. Ja. Okay, dann übernimmst du das Sprechen, ja. Okay. Hallo, Ibims 1 Shifty. Oh. Muss man das jetzt so Deutsch stellen? Ja, haben die jetzt einen VR-Mode? Okay, das ist normal, dass das Bild bei Phasmophobia nur viereckig ist, ja? Viereckig? Ja, ich glaube nämlich auch nicht. Okay, ich will verlassen. Nur ein viereckiges Bild, ja. Ein viereckiges Bild? Ja. Ja, bedeutet sonst ein Rund? Ja, nee, also alle Kanten sind gleich lang, also ist nicht 16 zu 9, sondern es ist 1 zu 1, ja. Geh mal in die Option, weil bei mir war auch irgendwie die Auflösung verstellt, aufs allerübelste. Ja, meine stand auf einem ganz seltsamen Format. Wie schön, dass ihr darüber diskutiert, dass das Bild viereckig ist. Das ist so geil, ich komm in den Stream an, ey. Leg mich mal. Achso, jetzt wo Steffen wieder da ist, kannst du die restlichen Befehle vorlesen, oder? Ja, aber machst du den Stream dabei? Warte, mach den Stream dabei an, mach das auf dem Musikbeat, bitte. mach das auf dem Musikbeat, bitte. Okay. Das ist zwar ultra klein, aber so ist wenigstens rechteckig und nicht mehr. Sag, wenn du bereit bist, Shifty, dann setz die Kopfhörer ab und hör das mit dem Stream an. Aha, okay. Bereit? Was? Bist du bereit? Kannst du das jetzt rappen, oder? ich meine das ernst. Ja, okay, bin bereit. Okay, schieß los. Ja, hier ein paar Befehle zu Phasmophobia. Was willst du? Warum bist du hier? Möchtest du uns wehtun? Bist du wütend? Möchten sie uns hier haben? Sollen wir gehen? Sollen wir gehen? Möchten sie, dass wir gehen? Was sollen wir tun? Können wir helfen? Sind sie freundlich? Was bist du? Bist du in der Nähe? Kannst du dich zeigen? Gib uns ein Zeichen. Lass uns wissen, dass wir hier sind. Bist du bei uns? Jemand bei uns? Ist jemand hier? Jemand im Raum? Jemand hier? Gibt es einen Geist hier? Ist hier ein Geist? Bist du ein Mädchen? Bist du ein Junge? Bist du männlich oder weiblich? Wer bist du? Was ist das? Wer ist das? Mit wem sprechen wir? Mit wem spreche ich? Hallo, weißt du, wer du bist? Können Sie mir Ihren Namen nennen? Wie alt bist du? Wie jung bist du? Wie alt sind Sie? Wann bist du geboren? Bist du ein Kind? Bist du alt? Bist du jung? Wie ist der Standort? Was ist dein Geschlecht? Welches Standort? Geschlecht? Standort. Bist du eine Frau? Kannst du den Vorletzten nochmal wiederholen?
Bist du männlich oder weiblich? Nein, den davor. Bist du eine Frau? Welches Geschlecht? Können Sie sprechen, wenn Sie mit uns sprechen, ein Geräusch machen, öffne eine Tür, öffne diese Tür, schalt das Licht ein, schalt das Licht aus. Gibt es Geister, geben Sie uns ein Zeichen, zeigen Sie uns, lassen Sie uns zeigen müssen, was Sie jetzt sind. Ich kann nicht weiterlesen, tun Sie etwas, ist wie immer bei mir. Schrei, bist du allein, können wir sprechen, möchte Sie jemand mit Ihnen sprechen? Ja, okay, passt. Alter, das ist ja ganz krank. Aber gerappt war das nicht, das war schon ziemlich schlecht, muss ich sagen. Okay, jetzt willst du noch Kritik üben, ja? Also. Ja, natürlich. Soll ich noch ein paar Spam-Mails vorlesen, ja? auf den Beat, bitte. Ja. Okay, ich höre leider kein Beat von dir, dann musst du das Handy näher ranhalten. Ja, dann musst du lauter machen. Ja? Fangen wir jetzt an, oder? Ach, du hast auf Twitch den Beat laufen. Ja, natürlich. Ja, noch den alten Beat. Wie join ich die überhaupt? Den Code, den ich in Telegram geschickt habe. Du hast einen Code? Ich hab Telegram, ja. Nein, ich hab einen Discord geschickt, was ist los mit euch? Ich weiß auch nicht. Man weiß ja nie. Du hast einen Code geschickt? Ich hab Code geschickt. Ah, tatsächlich. Es gibt einen Server, der heißt Crumpy Irishman. Ich hab gedacht, es gibt einen Server, der heißt. Ist es dein Server? Nico, German, Bianca, wo bist? Nee, ich bin's tatsächlich nicht. Das ist okay. Oh Gott, ich muss den jetzt händisch da. Achso, nee, da unten ist ein Button viel zu schnell. Ah, okay, jetzt habe ich schon ein paar eingegeben. Gott, jetzt steht irgend so ein Pisser hier vom Bildschirm, Alter. Kannst du mal weggehen? So, und wir sind live. What's up, boys? Skrrr. Aber die hören uns sowieso schon seit einer halben Stunde, von daher passt das. Okay. Oh. So. Ich hab den Server verlassen. Ich dachte, ich verlasse damit nur den Bildschirm. Okay. Tja. Dann spiele ich die, ich spiele immer einen schwarzen Mann, ja. Wie erinnere ich das denn? Muss unten rechts auf Verlassen drücken. Nicht mit Alt F4. Du bist eine schwarze Frau. Lass doch so. Passt schon. Nee, ich bin die weiße Frau. Ja, dann machen wir nur weiße privilegierte Männer, okay. I see what genau. You want. Weiße alte Cis-Männer, die die Welt regieren. Regieren ja. Innen. Okay, hier ist ziemlich sicher irgendeine Map dabei, die wir bestimmt noch nicht gespielt haben. Aber hallo? Ich weiß nicht, welche von diesen ganzen... Ja. Ich bin bereit. Also spielen wir erstmal Asylum oder fangen wir klein an? Ja, klein auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, mir ist egal. Können ja alle Geister überall, ne? Also es kann auch Kevin quasi in so einem kleinen Wohnhaus spawnen, ne? Ja. Wer bist du? Endgame Bliard! Bomb has been blended. So ein Level 99 Geist. Okay. Equipment, habt ihr noch irgendwas, oder? Keine Ahnung. Ich denke schon, warte. Ja, da steht überall 1 von 2 und 1 von 6 und 1 von 3. Also scheinbar habe ich alles. Ja, das ist das, was wir jetzt insgesamt dabei haben. Wir haben eine Taschenlampe. Ach so, oh. Ich kaufe Taschenlampe. Ich habe 256 Dollar. Dann kaufe ich erstmal... Ich habe noch eine Taschenlampe gekauft. Eine Kopfkamera. Oh, ne. Hä, wieso kann ich nicht kaufen? Benötigt das Level 8, Junge, was? Brauchen wir noch was Spezielles, ja? Ich habe keine Ahnung. Parabolmikrofon, das brauche ich auf... Kann ich auch nicht kaufen. Grundsätzlich können wir alles gebrauchen, so, ne? Ich kauf Salz. Ich hab Salz gekauft. Ich habe mir irgendwas Essentielles nicht dabei gerade. Oh, eine starke Taschenlampe. Mhm. Die hab ich gekauft, die nehme ich auch, gell? Nur, dass du Bescheid wirst, danke. Okay. Ja, keine Ahnung, also... Ich bin bereit. Geisterbox haben wir, wir haben Geisterbuch. Ja, wir legen einfach los, oder? Los geht's. Tipp, rennen ist nicht immer die beste Option. Kann mal jeder dazu gerade in den Chat schreiben, um zu gucken, ob der Chat funktioniert? Hallo, ich bin der Chat. Okay.
Okay, wird übertragen, alles klar. Rennen ist nicht immer die beste Option. Mhm. Sag ich doch. Tipp, achte darauf, dass Stefan kein Rauchen geht. It's not always the best option to run. Alter, was war das denn? Widerlich. Klappt. Oh, da wird den Bus aufgemöbelt. Oh, man sieht jetzt mal das Zeug, was dabei ist. Das liegt nicht mehr wahllos in irgendwelchen Schränken, wo man nicht zieht rum. Die waren locker bei Pip My Ride. Hier hängen 4 Bildschirme, Alter. Da drüben sind 3 Xbox, 4 Playstation, Bachlauf. Wo ist Xibit? Aufgabe 1. Finde heraus, um welche Art von Geist es sich handelt. Aufgabe 2. Werde Zeuge eines Geisterereignisses. Aufgabe 3. Lasse einen Geist durch Salz wandern. Aufgabe 4. Schieße ein Foto vom Geist. Ey, ich hab Salz gekauft, wie es der Zufall wollte. Geiler Typ. Dann nehme ich ein Fotoapparat. Nehme die Boxbox. Alle Aufgaben werden nur abgeschlossen, wenn du wegfährst. Das kann ich am besten. Alt. Ja, dann nimm der... Du hältst die Taschenlampe sehr komisch. So, Problem mit meiner Taschenlampe. Ist das denn die Stadt? Wie nehme was ich die nochmal? Was bist du? Wo bist du? Wer bist du? Alter. Haben wir noch mal Ingame Voice auf Alt F4, ne? Netzstecker ziehen. Das V für Fäusten. Ja? Was nochmal? Hallo? Hallo, hast du das gehört? Hallo? Ja, also, hi. Stefan funktioniert doch nicht ganz so gut. Okay. Hallo? Vielleicht irgendwie falsche Taste belegt. Alter, hier ist eine Kamera von der Marke Boney. Oder im Audio muss man auch noch. Voice Meter, ne, das stimmt. Option. Das Mikrofon schlägt aus. Ja, ich hör dich, glaube ich, auch hingehen. Steuerung. Wie kommen wir aus dem scheiß Bus raus? Mach die Tür auf! Gar nicht. V, ja. Das V ist auch das mit den zwei diagonalen Strichen, die sich unten in der Mitte treffen, ne? Hallo! Ja, jetzt hör ich dich hingehen. Ah, okay. Warum sehe ich nichts? Achso, ich habe keine Taschenlampe. Kann ich eben Ingame? Yes. Scheiße, wir haben keine Taschenlampe mehr. Hä, wieso das denn? Hast du gar keine mitgenommen oder was? Kannst du hier nicht welche kaufen irgendwo? Nee, das war dem anderen Spiel. Nimm einfach Fotoapparat, mach die ganze Zeit Bilder. Nimm die UV-Lampe, die reicht auch. Ist das die UV-Lampe, ja? Mhm. Hallo, ich hab ein Quest. Hier? Scheinbar nicht. Okay, das Strom ist aus. I found the Knochen. Mach ein Foto auf die Knochen. Wer hat die Fotokamera? Ja, wo? Ich sehe aber nicht, du musst hinleuchten. Leucht auf die Knochen. Ja, okay. Ja. Okay, ich gehe mal das Generator anmachen, ja. So, was sollen wir hier machen? Renovieren oder was? Ja. Müsste mal den Stromgenerator finden. Hallo? Ich will nicht nach oben gehen. Ah, da seid ihr. Ah, ich sehe was. Der Strom ist an now. Yes, I see it. Roger, Roger. Wie benutze ich den scheiß Schalter an der Wand? Links klicken. Alter 4. Ah, ja. Manches mit E, manches mit Blinzeln. Bist du hier? Hello there, creatures of my nightmare. We are searching eine Person, to do sexuelle Aktivität zusammen mit. Hast du gerade Klavier gespielt? Ja. Also, ist das jetzt falsch, oder? Ich würde es wissen. Ich habe das EMF dabei, zeigt aber nichts an. Okay. Habt ihr Phasmophobie? Achso. Soll ich uns vielleicht bei Live-Channel schieben? Genau, wir sind auch im Livestream gerade. Achso. Alter, man kann Türen jetzt so stückweise öffnen, das ist richtig gruselig. So, bevor jetzt einer dazwischen faselt. Ja. Bist du hier? Junge, du siehst so grauenhaft was aus. Was bist du? Was zischt hier eigentlich so? Was ist die Scheiße? Waschbecken. Ah, okay. Was bist du? Nosferatu. Okay, er hat's nicht so im... Doch nicht so gesprächig.
Also mag einer den Strom wieder anmachen, oder? Irgendwas atmet? Ah ne, das bin ich selbst. Kommt einer mit runter in den Keller und den Strom wieder anmachen? Warum gehst du nicht allein? Ich weiß nicht. Bist du hier? Kannst du mich hören? Kannst du mal die Fresse halten vielleicht? Ich höre schon wieder so komisches Rauschen. Was ist das für Fliegenfalle? What the fuck? Wo bist du hin? Wer bist du? Wo bist du? Ich hab gehört. Hat geantwortet. Picken. Er schlägt aus. Das ist auf Stufe 3 oder sowas. Wo muss ich das nochmal eintragen? Ich glaube auf J. Wo ist die Haustür? Das muss ich erstmal in LKW, ey. Also nicht zu. Komm hier lang. Haben wir schon irgendeinen Hinweis? Also wir haben auf jeden Fall die Geisterbox. Achso, Beweis wäre nur eben F-Level 5, aber das war ja nicht auf 5, das war glaube ich auf 3 oder so. Ja, okay, dann tue ich diese scheiß Geisterbox hier weg. Also Geisterbox kann ich abhaken? Ja. Okay. Thermostat. Auf J, ne? Macht man das irgendwie? Ja, J. J und dann oben auf Beweise. Oh, Geisterbox. PMS auf Level 5. EMF. Das habe ich in der Hand, aber das hat irgendwie nicht ausgeschlagen. Fingerabdrücke, die sieht man nur mit Infrarot, das habe ich hier in der Hand, ne? Infrarot. Geisterorb, ja, da muss ich meine Kamera aufstellen, glaube ich, ne? Ja. Vier Temperaturen hier. Das hier. Ghost Hunting Distribution Inc. Okay. Kann ich die einfach auf den Boden stellen oder was? Dann filmt die oder wie? Muss ich mit Restli, glaube ich, erst anmachen, das Lämpchen grün ist oder so war das. Ja, die ist an, aber. Ja, dann gucke ich hier auf dem Monitor und gucke nach Geisterorbs und du stellst die Kamera auf, ja? Ja, klar. Ja, nur so funktioniert das leider, ja. Ich kann auch die Kamera aufstellen, aber leider ist die Hintertür vom LKW zugefallen, geht nicht mehr auf. Bist du hier bei uns? Bist du hier? Aber stell die hier hinten auf. Wollen wir gehen? Er hat die Tür zugemacht, ah ne, ist verdorben. Wie platziere ich diese verfickte Kamera in der Mitte? Mit F. Siehst du die jetzt? Auf dem Display? Wo hast du denn hingestellt? Was soll ich denn da drauf sehen? Ja, ich sehe sie leider nicht, ne. Vorne dran laufe ich rum. Schalt mal am PC durch mit der Maustaste. Ne, ich sehe nur den LKW, ja. Kamera 1, ich kann mit der Maus irgendwie wechseln, aber irgendwie auch nicht. Also. Was soll das Buch, das hier liegt? Also würde es funktionieren, würde ich sie sehen tatsächlich, die Kamera. Ah, wenn ich auf die Maus klicke. Okay. Ja, ich sehe das Wohnzimmer jetzt. Ich habe aber Nachtsicht angemacht an der Kamera, das heißt, wir müssen Licht ausmachen wie den Orbs. Ja. Und ich muss die Nachtsicht an der Kamera anmachen. Die sollte eigentlich an sein. Oder du kannst ja. Anders ich kann es an- und ausschalten, ja. Jetzt ist an. Okay. Spannend. Ja, das sind eindeutig keine Orbs. Ja, noch nicht, also vielleicht kommt es ja noch. Genau, ich bleib mal hier und beobachte das noch ein bisschen. Mach das mal. Was ist das? Dots. Was macht das? Dotten. Was passiert dann? Das produziert den Geist irgendwie reproduziert, projiziert, was weiß ich. Ich bin kein Pianist. Man kann einfach mal diesen gottverdammten Wasserhahn ausmachen, danke. Ja, mehr Gerät haben wir nicht, also Geist oder Orbs sind es nicht. Ja, wir haben halt noch nicht einen Raum gefunden, wo ihr abchillt, ne, so. Ja, abdrücke, dann komme ich mal mit rein. Ich war mal ganz kurz oben. Das Licht hat gerade geflackert. Linda Ramirez, okay. Okay. Wir sollten nicht so viel im Dunkeln rumlaufen, unsere Sanity fällt ziemlich hart ab.
Siehst du das? Ja, mach Licht an, ja. Am Überwachungsraum. Der Strom ist aus. Strom aus? Hä? Nein, Moment mal, was? Oh, tschüss. Hat die Lampen kaputt gemacht, seit wann geht das denn? Achso, ja, vorhin hat doch irgendwas geklärt. Hallo, kannst du mir die Tür offen lassen, danke. Macht der Geist sowieso gleich zu, für immer. Hä, hey, warum geht denn nur das Licht hier an? Ich bin direkt hinter dir, Stefan. Aha. Guck mal auf die Türgriffe, ob hier irgendwo Spuren sind. Kannst du hier Licht anmachen, bitte? Wo ist das? Oh, was war das? Ja, die Tür ist aufgegangen hier. Die rechte Tür wo ist bist du? Scheiße. Hast du die Tür zugemacht? Ja. Alter, Auto zu. Wütend. Sollen wir gehen? Gib uns ein Zeichen. Bist du eine Frau? Oh Gott, schreibe dich ins Ohr. Kinderzimmer ist echt gruselig. Okay, Fingerabdrücke sehe ich keine. Danke. Sorry. Guck mal in den Wandschrank hinten nach, ob was ist. Ich guck mal ganz kurz in den Wandschrank. Hallo, ist anybody hier? Also hier sind auch keine Fingerabdrücke. Hallo, oh, kannst du das verfickte Licht bitte anlassen, danke. Der Geist hat gerade keine Lust aufs Licht. Junge, der hat's schon wieder ausgemacht. Ich kann das Licht nicht mehr anmachen. Ja, gehen wir runter, gucken. Ja. Oh, auf geht's. Ich hab halt leider keine funktionale Taschenlampe, um jetzt allein da runter zu gehen. Ja, ja, das ist das Problem. Ich kann nicht verstehen. Sind hier Fingerabdrücke? Nee, okay. Ach, komm her. Bist du wütend? Rum ist an. Also Fingerabdrücke können wir auch schon mal ausschließen. Guck schon mal nach Geisterorbs. Nehmen die Kamera mal hier raus, ich glaube hier ist nichts im Wohnzimmer. Ja. Die kann man nochmal hochnehmen, okay. Dann stellst du vielleicht oben ins Kinderzimmer, das ist auch mal ganz lustig. Ja, das kommt manchmal ein bisschen creepy so, ne? Oh, ich sehe, wie du damit rumläufst, also. Ja, da sind auch keine Orbs. Kannst ja einfach mal in jeden Raum reinhalten, auch keine. Keine Orbe. Keine was? Keine Orbs. Warum macht Shift dieses Licht die ganze Zeit aus? Wenn ich die Orbs sehe. Wie willst du die Orbs denn sehen? Kannst du da eine Kamera machen? Nee. Waren wir hier schon drin? Shifty? Was? Wo bist du? Komm mal. Ich krieg die Tür in die Luft. Achso, nach hinten. Hallo, ist das Licht aus? Warum? Ich will keine Orbs sehen. Ja, ich glaube, Orbs gibt es da keine. Also es gibt keine Fingerabdrücke, es gibt keine Orbs. Haben wir das Geistertagebuch schon ausprobiert? Und das Salz müssen wir noch irgendwo verstreuen, ne? Kann der Stefan ja mal machen. Gehen wir das Tagebuch holen, das liegt hier unten irgendwo. Ja, die Salz müssen wir verstreuen und dann müssen wir gucken, ob wir irgendwie Fußspuren sehen mit UV-Licht oder irgendwie sowas. Ja, genau, genau. Ego. Mal kurz überlegen. Da ist hier noch irgendwas? Ne, hier ist nichts mehr. Was ist das alles überhaupt? Was ist denn das Salz? Hallo? Ich glaube, wir hatten gar keins dabei. Doch, ich hab es gekauft. Geh mal dein Inventar durch. Wie denn? Mit dem Mausrad. Oder 1, 2, 3, 5, 6, 7, Alt, F4. Achso, ja, im Haus, aber da ist nichts. Ich hab nur Taschenlampe und EMF dabei, mehr hab ich nicht. Also, die Kamera hier ist auch schon für den Arsch oder was? Kann ich auch wieder weglegen hier? Hat die eine schon die Spiritbox hier benutzt? Ja, das haben wir schon fertig. Oh, ja. Wie lege ich die ab? G. G, ja. G wie abkriegen oder was?
Aber wir haben auf jeden Fall eine Aktivität von über 10, ja, oder? Kann man da schon EMF Level 10 machen? Fingerabdrücke kann man durchstreichen. EMF hat doch gar nichts damit zu tun. Was redest du da bitte? Fingerabdrücke habe ich durchgestrichen, Geisterbox habe ich durchgeschrieben. Geisterbox habe ich ein X reingemacht, EMF haben wir noch gar kein, also haben wir Ausschlag maximal 3. Haben wir denn ein Temperaturgerät überhaupt? Nö. Kann man hier nichts kaufen, das ist bescheuert. Geisterbuch hast du einstecken, ne? Geisterbuch liegt drin. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob da was passiert ist. Oder vielleicht unser Freund ein Buch geschrieben hat, oder? Leg das einfach mal hier oben hin. Habt ihr keinen Bock, oder? Ich hab eine bessere Idee, Don. Ja? Wenn dir das jetzt dunkel ist, bitteschön. Und du? Ich hab die Kamera. Wenn ich die Taschenlampe jetzt? Wieso sieht der Sitzsack so aus, als würde immer noch einer drin sitzen, Alter? Du musst dich bücken, ja. Und wenn du die aus der Hand nimmst, kannst du T drücken, dann ist sie auf deiner Schulter aktiviert. Okay. Jetzt geht auf einmal auch die Kamera wieder. Wo bist du? Hast du überhaupt Bock, irgendwas zu machen, du beschissener Geist? Ja, eben F-Stufe 3, aber mehr auch nicht. Ah, okay. Aha. Also eben F können wir rausstreichen. Ja? Okay, dann. Dann müsst ihr, wenn das Geisterbuch jetzt auch nichts ist, dann haben wir gar keinen Geist. Wenn das Geisterbuch einer ist, sind wir genauso weit wie vorher. Wir haben aber keinen Dots-Projektor und auch keine Gefriertemperaturen, ne? Dots-Projektor haben wir. Ja? Der hängt hier. Das ist dieses grüne leuchtende Ding. Und das schlägt aus, wenn? Ja, ich glaube, der projiziert Geister, wenn der da durchläuft, so. Macht den quasi sichtbar. Geisterbuch ist auch draufstreichen, oder was? Geisterbuch weiß noch nicht. Wieso ist der Dot-Projektor aus? Hast du mitgenommen? Ich hab den gerade hier hochgenommen, ich stell den mal hier oben hin. Ja, irgendwas. Hört ihr das auch? Musik, ne? Ja. Aber von wo? Hoppa. Kommt ihr mal beide rein und kommt mal mit hier in den Flur, wo die Musik herkommt? Ja, klar. Zum Scharschen, wo seid ihr oben, oder was? Oben, ja. Bist du hier? Ja. Aber das war doch gerade Musik, oder? Ja, so ganz leise. Von wo? Also hier läuft auch keiner durch. Lassen wir mal den wegstreichen. Da bleibt nur noch ein Mori übrig. Ja. Sollen wir den wirklich schon wegstreichen, den Dots? Also hier. Was? Der Schuss. Ihr hört das da auch, oder? Ja. Ja. Sind nicht deine Nachbarn, die so laut sind. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, er hat mich, er fällt mich. Ah, Mama! Das war's? Okay. Du hast schnell ein Foto gemacht. Haben eure Taschenlampe nicht gefackelt? Bin ich tot? Ich bin tot. Also... Ja, aber eure Taschenlampen haben doch geblinkt, oder was? Ja. Keine Ahnung, ich war gerade im Buch und hab nach... Ja, kennt ihr das nicht mehr, dass wenn die blinken, wir gejagt werden und... Ja, ich weiß es nicht, ich hab's nicht gesehen, weil ich gerade das Buch offen hatte. Okay. Ja, dann, gute Nacht. Ich hab ihn nicht gesehen, nur der Stefan, was? Aber ich hab ihn auch nicht oben an dem Projektor gesehen, also den kann man ausschließen, also bleibt ja. Mori übrig, ja. Ha! Ja, gern schön. Was habt ihr noch rausgestrichen?
EMF-Level rausgestrichen, Dots-Projektor rausgestrichen, Fingerabdrücke rausgestrichen, Geister-Ops rausgestrichen. Und Geisterbox angehakt. Okay, was kann dieser Mori? Ja, dann. Das ist natürlich alles super, als zu fahren. Das ist so scheiße, wir müssen ja alles vorher kaufen, damit wir es dann im Einsatz haben. Und, ja, genau. Das ist schon immer so. Echt? Und schieße ein Foto vom Geist. Ich habe Stefan fotografiert, wo er erwürgt wurde. Ja. Weil der Geist nicht dabei, ne? Ja. Beim Poltergeist. Toll, 17. Hä? Also, wir sind einfach zu blöd für das Spiel. Ich glaube. Okay, selbe Mission nochmal, jetzt kennen wir das Haus ja, ne? Das ist ja immer ein anderer Geist, deswegen kann man das ja machen. Ja. Okay, soll ich auf Fortgeschritten lassen oder spielen wir auf Anfänger? Vielleicht mal an Anfänger. Keine Ahnung. Aber das Ding ist, wir müssen auf jeden Fall mehr Zeug kaufen hier. Ja. Wann, das ist ein Haus Edgefield? Nee. Aber ich glaube, es war Edgefield. Ich hab keine Kohle mehr, ich muss jetzt Sachen kaufen. Noch 3 Dollar. Warte, dann lass mal kurz Checkliste machen, weil wenn ich kaufe, sehe ich nicht, was wir schon haben. Doch, wenn du drauf drückst, siehst du in Besitz. Ja, in Besitz ist, was ich ausgerüstet habe. Aber wir haben ja standardmäßig immer ein bisschen Zeug dabei. Also wir haben einen Dots-Projektor, ja? Steht unten in der Liste. Ich habe jetzt mal ein Thermometer gekauft. EMF-Gerät haben wir auch. Ja. Geisterbuch, Geisterbox. Thermometer haben wir keins, ne? Hab ich jetzt gekauft, ja. Dann okay. Ich nicht, ja. Gut, wir haben. Kerze haben wir keine, ne? Ohne? Ja, egal, ich kaufe erst was Kruzifix. So, wie viel Taschenlampen haben wir jetzt? Ja, ich laufe wieder mit der UV-Lampe. Ja, aber die brauchen wir nur für Fingerabdrücke. 1, ja, dann. 4 steht bei mir, Taschenlampe. Ja, ich kaufe mir eine, ja? Ja, ich kaufe auch eine. Ja, kauf mal 2, weil ich habe keine mehr. Haben wir einen Fotoapparat? Ja. Kaufen wir noch einen. Okay. Auf Salz. Ein Stativ, ich glaube, das reicht erstmal. Ah, jetzt ist das auch in der Ausrüstungsliste aufgetaucht. Hoppala, Entschuldigung. Ach so, man kann seine eigene gekaufte Ausrüstung da hinzufügen dann. Deswegen steht da hinzufügen auf so einem. Auf Welt. So einem großen Zettel damals, ja. Ja. Das macht tatsächlich. Da wo das große Hinzufügen steht. Ah ja, okay. Also wir haben das Spiel, glaube ich, schon mal gespielt, aber. Und um sie jetzt zu haben, muss ich dann. Moment. Voila. So, zurück. Ja, hinzufügen und dann auf alle drücken und dann kannst du zurück und dann kannst du bereit und dann können wir loslegen. Also man muss das so, damit dann optionale Ausrüstung alles weg ist und dann. Nee. Genau, dann rechts vom Link und dann schüsseln ein bisschen. Ich muss auf Minus drücken, um es ins Inventar zu nehmen, ja? Ernst gemeinte Frage. Nein, auf Plus. Aber bei Plus, dann liegt's. Wenn du es auf Minus machst, dass du quasi deine 1 hast anstatt eine 0, dann tust du es quasi einlagern. Ah, okay. Das ist quasi ein Lager, das ist ein bisschen ungünstig formuliert. Okay. Gut, dann ist jetzt eine Taschenlampe und ein Thermometer, also 2 sogar, okay, starke Taschenlampe, ja. Aber okay, wir haben jetzt 4 Taschenlampen, 6 Taschenlampen, alles klar. Da hast du ja auch 2 Hände, oder? Ja. Ich bin bereit, dann muss auch bereit drücken. Bin ich bereit? Tipp, René ist nicht immer die... Warum ist unser Ausrüstungsregal komplett leer? Ah ne, da ist es. Alter, jetzt sehen wir ja hier richtig so aus wie bei John Wick im Vorgarten, Junge. Jetzt haben wir 2 Bücher. Ja, ist egal, die lassen sowieso die Hälfte von uns wieder im Laden liegen. Wie kann man so eine Scheiße wieder weglegen hier? Mit G. Gustav. Ja, aber das Ding ist, wenn du es mit G weglegst, dann fehlt es uns danach. Wollt ihr es nicht wieder ins Regal hängen? Ja, anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Also ich habe ein Temperaturmessgerät und die Sprechbox.
Okay, dann nehme ich jetzt auch so eine UV-Lampe mit. Das ist sogar originales Ghost Hunting Salt. Und ein EMF-Gerät Geisterbuch, das legst du unten rein. Stefan nimmt das EMF-Gerät. Ah, da hat er, ja. Gut, dann habe ich eine UV und das Geisterbuch. Das legt dann direkt mal da unten in den Hausflur, ne? Wir haben noch eine starke Taschenlampe, falls einer will. Ich habe die starke Silber, oder? Ne, starke ist die schwarze hier. Achso. Ah, okay. Ne, das ist die UV. Hä? So. Hast du jetzt alles abgeräumt, ja? Willst du noch was auf den Boden schmeißen, oder? Ich mach das da eben auch so. Was siehst du denn? Hä? Das passt nicht? Hä? Schmeißt das Geschirr mal in die Küche rum, hä? Ne, falsches Messer, hä? Moin! Ich leg mal das Geisterbuch hier unten hin, ja? Bist du hier? Ich höre jetzt schon komische Geräusche. Wie legt man das Buch auf den Boden? Geh. Okay. Ja, mit G schmeißt du einfach nur weg, oder? Nee, muss ich auf den Boden knien und dann mit F platzieren. Okay, wie kniet man sich? Mit C, okay. Mit G platzieren, ja? Mit F wie Foxtrot, wie Fuck Off. Warum mit F? Warum jetzt nicht mit E? Oder mit... Oh. Ekelhafte Penner, die das Spiel hier programmiert haben. Können Sie sprechen? Können Sie sprechen? English, Motherfucker, do you speak it? No! Oh, was war das? Achso, das warst du. Hier ist ein Usha-Brett. Schrei. Ja, mach mal. Unter dem Regal. Ja, ich kann ja nichts drücken. Doch, jetzt. Bist du allein? Null. Was, echt? Okay, dann dein PMS-Gerät. Okay, dann mach nochmal, ja, eine Frau wissen wir, wie sie ist, ja. Sollen wir gehen? Bist du hier? Nein, jetzt ist wieder aus. Wen hast du getötet? Warum muss der denn gleich jemanden umgebracht haben? Wer ist ihr Opfer? Who you gonna call? Wer ist dein Opfer? Hallo. Wer ist gestorben? Oh mein Gott! Ja, oh mein Gott, das holt mich, ich weiß genau. Ja, es holt mich. Warum nimmt er mich? Ich sehe aber nichts. Ich möchte nur anmerken, wenn du dem Ouija-Bett falsche Frage stellst, wirst du getötet. Ja, toll. Also, ist vielleicht irgendwas Dummes gerade reingequatscht. Im Geisterbuch steht nichts und er wurde definitiv umgebracht, also war er eben hier, oder? Ja. Kann man schon mal rausschmeißen. Ich glaube, ich hab die Lösung, hier spukt's. Ja? Ja, oder? So funktioniert das Spiel auch, oder? Abfahrt. Ja. Oh, ich kann bei dem Buch sogar in den Minusbereich blättern. Ah, jetzt ist schon. Minusbereich, was? Ja. Kann man einer meine Sachen aufheben und die ins Auto werfen, dass wir sie vielleicht behalten? Behalten wir immer. Echt? Außer wir sterben. Okay, ich hab noch ein Thermometer, oder? Wieso hab ich kein Thermometer jetzt? Achso, du hast das Thermometer, ne? Ich hab eins, ja. Okay, die Tür hat er zugemacht hier, die war ja zu. Okay, wir haben keinen einzigen Hinweis, außer dass Stefan tot ist, dass du Ija-Bett verbrannt. Was, das Ouija-Brett ist verbrannt? Ja. Hier liegt ein Knochen. Ah. Ich hab keine Fotokamera dabei. Hier sind noch nirgendwo Fingerabdrücke, die müssen wir ja dann schon sehen, ne? Geh mal kurz eine Fotokamera holen. Ja, ich komm mit, nicht, dass hier was passiert unterwegs. Ja, nicht, dass ich irgendwie stolper auf der Rampe oder so. Ganz ungünstig hinfalle. Ein Bewegungsmelder, ne? Mit Fotoapparat oder was? Das ist ein Bewegungsmelder, der macht auch so ein Blitzlicht. Das hier ist Salz, was müssen wir eigentlich machen? Ja. Boah, was ist mit unserer Sanity los? Alter, du hast auf 75% aufsteigend, ne, absteigend. Ich glaube, das ist ein ziemlich aggressiver Geist, wenn die Sanity jetzt schon so niedrig ist.
Also der Name vom Geist ist Carlos Dyer. Bist du hier? Carlos Dyer. Dann machst du ja nur Akku. Videokamera oder sowas, ein Stativ. Das macht man dann da drauf, oder was? Ja. Vielleicht mag er das auch, wenn du so einen Namen sagst. Ich kann die nur irgendwie... Das Stativ kann ich doch jetzt. Okay. Weiter scheint dieser Geist zu antworten, egal ob allein oder in Gruppen. Sprich den Namen des Geistes aus, um ihn zu provozieren und paranormale Aktivitäten zu erzeugen. Ziehe das Journal zu Rat und vergiss nicht, Beweise auf der rechten Seite zu notieren. Lass das mal nicht machen. Ja, da kann man jetzt die Videokamera drauf orgeln. Ja. Okay, das macht man jetzt nicht mit. G. Jetzt habe ich das Stativ wieder hochgenommen. Also, fickt mein Leben. Mit F, ja. Glaube ich. Ja, ich gucke mal, ob ich die im Auto sehe. Mal das Licht unten aus. Da ist gerade ein Bild runtergefallen im Flur. Flur? Ja, unten, Erdgeschoss. Licht flackert unten. Links im Zimmer, hinter dir. Jetzt rechts, da drin ist das Bild runtergefallen. Wohnzimmer oder was? Was auch immer das für ein Raum ist, ja. Oh Gott, der hat das Licht ausgemacht, fick mich. Ja, da ist ein Fernseher drin und ein Sofa, also wird das Wohnzimmer sein. Hallo, wo rennt ihr hin? Da sind sind keine Orte. Ja. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich nochmal reinlaufe, meine Sanity ist gleich weg. Hast du so ein Buch da schon hingeschmissen? Im Flur müsste das liegen, ja. Das Buch, ja. Was haben wir noch? Den komischen Sensor hier, den brauchen wir noch, ne? Oder? Ja, jetzt meine Bewegungsmelde hin. Salz bringt uns ja auch nichts, ne? Könnte es halt in den Flur streuen. Aber das ist ja kein Beweis für nichts, ne? Das ist also so eine Spezialaufgabe. Ja. Oh. Ist durch den Bewegungsmelder gelaufen. Also wenn du jetzt keine Orbs siehst, dann müssten die raus sein. Ne, da sind keine Orbs. Ja, weil er ist definitiv gerade durch den Bewegungsmelder gerannt. Ja, dann kommen die weg, ja. Ja, er rennt ganz schön oft da durch. Jetzt Licht da drin wieder an. Und wieder aus. Und den Dots da hinschmieren. Wie aktiv ist der gerade? Eins. Ja, er steht genau vor dem Sensor anscheinend. Mama. Es ist 0. Ich hab mit dem Dots gesehen. Ja? Ja. Okay, du hast das Thermometer einstecken, ne? Warte. Ich hab's, glaube ich, irgendwo in die Ecke geschmissen. Jetzt hol ich eins. Ja, ich hab eins. Okay. Achtung, Geistaktivität 2. Ja, der rennt hier wild rum. Minus 8, minus Temperaturen. Gut. Dann bleibt nur noch ein Uni übrig. Ja. Hier können wir da irgendwas machen, ohne uns umzubringen an den Aufgaben hier? Ja, ich kann... Geist einschmeißen. Ah, jetzt haben wir es doch mit Geist, okay. Ich probier's mal. Mit G, F, Alter 4, womit steuert man das? Salz tust du auch mit F auf dem Boden so Häufchen machen. Ich glaube, 3 Stück kannst du machen, das Ding leer. Oh fuck! Bleib an der Tür, ich hab einen Kruzifix. Ich hab Salz hingestreut. Er hat mich.
Aber ich habe oben im Obergeschoss noch Salz hingestreut. Okay. Ja, ich glaube, ich lasse dann sein, bevor wir alles verlieren. Also habt ihr alle angekreuzt, ja? Was? Ja. Achso, Uni angekreuzt. Warte. Da bin ich durchs Salz gelaufen, guck mal. Ja, das siehst du nicht. Ja, Uni ist angekreuzt. Soll ich es riskieren? Muss er noch irgendwie auswählen, den Uni oder was? Nee, nur wegkreuzen, dass er übrig bleibt, ne? Ja, kannst du ihn auswählen. Bei man muss ihn auswählen. Ah, okay. Ja. Gut. Meinst du, der läuft nochmal da durch, oder? Komm, lauf durch, du Pisser. Er hätte durchlaufen müssen, er war hinter mir her, also. Warum jetzt dreht er rein? Geh doch deine scheiß Figur da oben babbeln. Ja, egal, wir haben es geschafft. Wenn ich sag seinen Namen an der Tür. Nein. Okay, voll weg. Das ist kein Uni mehr. Jurei. Ein Jurei. Was aber ich habe 104,9 Dollar verdient. 177 Dollar von der Versicherung. Knochenbeweis, 5 Dollar, was ist das denn? Hm. 14 Geisterinteraktionen, Alter. Was hatten wir weggekreuzt gehabt? Keine Ahnung. Wir hatten Dots. Gefriertemperaturen. Ja. Ja, wir hatten irgendwas ausgestrichen. Ich glaube, das hätten wir nicht machen dürfen. Ja, das Geisterbuch war nie was ausgefüllt, oder? Haben wir das weggestrichen? Oder Orbs? Orbs haben wir, glaube ich, auch ausgeschlossen. Ja, Orbs haben wir weggestrichen. Ja, ich glaube, das hätten wir nicht machen dürfen, weil das ist. Manchmal kommen die auch erst sehr spät, die Orbs. Das hat bestimmt noch was geändert. Ja, andere Map oder? Ja, oder? Ich meine, wir schaffen es ja nicht mal auf der, ja. Ja, das wäre ja nichts zu tun. Irgendwann ist es der Auftraggeberin auch zu blöd, und dann müssen wir woanders dann unsere Arbeit machen. Ja, müssen wir woanders die Leute verarschen. Hallo, ich bin wirklich ein Medium. Auch wenn Sie das nicht glauben. Aber ich gehe jetzt erstmal nach Hause, bis gleich. Meine fachmännische Meinung kann Ihnen sagen, in diesem Haus spukt es. Das haben Sie vielleicht noch nicht gewusst, aber weil ich ja vom Fach bin. Kann ich das Gott sei Dank für dich herausfinden? Auf bereit drücken können, dass wir was machen können. Ja, er ist jetzt mal nach Kuba unterwegs, sich Tabak holen. Ja. Ist dir eigentlich mal das hier über uns aufgefallen? Ah, ja, ich glaube schon länger, ne? Das ist schon... Mhm. Oder hier der. Ah, hier ist ein Easter Egg. Hä? Hier an dem Türrahmen. Siehst du da ganz hinten. Ah, okay.
Kurz ein bisschen erschrocken. Sollen wir das Stefan noch kurz zeigen, oder? Ja. Ach, hier sind die Bilder, die hast du mal gemacht. Das war schön. Ja. Ein schöner Moment. Da erzähle ich meinen Kindern noch von. Das ist hier unten, sehe ich einfach nur Knochen auf dem Boden. Und ein Bild weiter wird Stefan auf den Treppenaufgang gewürgt. Das ist eine geile Kombi. Hörst du die Musik? Nee. Wo? Hier oder was? Nee. Richtig? Nee, nur wenn ich es selbst anmache, ja. Boah, das ist ja doof. Hallo? 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 Also wo seht ihr irgendwelche Bilder? Was wolltet ihr mir nicht zeigen? Also erstmal das da oben. Wo da oben? Mega creepy. Ich hab keine Taschenlampe. Nicht das da oben auf dem Balken? Die zwei Augen, die da leuchten. Ja. Da steht eigentlich eine Silhouette. Aber noch geil ist, wenn du aus der Tür rausguckst, hinten an der Wand steht was. Hier links. Musst du durch den Spalt, ist ja leicht angelehnt, die Tür hier links. Muss mal gucken, an der Wand steht was. Wahrscheinlich kommt mir der Jumpscare entgegen oder so. Nein, das ist nur ein Easter Egg von den Entwicklern, ja. Ich sehe da gar nichts. Ich habe keine Taschenlampe. Ja, doch, wenn du. Das siehst du schon. Das ist ziemlich lustig. Wenn mir da gleich ein Jumpscare entgegenkommt, ich raste aus. Da passiert nichts, guck. Wie gesagt, Schuss. Ja, okay, dann Du bist auch noch im Pausemodus, ne? Also. Ja, noch sind wir. So, jetzt. Ja, wenn Stefan jetzt noch bereit drückt, dann kann's losgehen. Ja. Dann geht's los, die wilde Fahrt. Die wilde Fahrt geht's. Geht rückwärts. Bafton Farm Hose. Tipp: Verwende deine Ausrüstung, um den Geist zu orten und Beweise zu finden. Das ist ein guter Tipp. Achte darauf, was du sagst, deine Frau hört zu. So, nehme ich mal diesen EMP-Sensor hier. Bringe den Geist dazu, eine Kerze auszublasen, werde Zeuge eines Geisterereignisses, wenn du mit dem EMF-Messgerät Beweise für das Übernatürliche. Ich habe weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Alex Wright. Weiter scheint dieser Geist nur Personen zu antworten, die alleine sind. Sprich den Namen des Geistes aus, um ihn zu provozieren und paranormale Aktivitäten zu erzeugen. Zieh das zu nahe, bla bla. Also du musst alleine in den Laden reingehen und den Namen sagen, Shifty. Okay, also ich habe das PTBS-Messsystem dabei. Das posttraumatische postapokalyptische Messsystem. Okay, ich habe das Touch-Ding. Was brauchen wir noch? Salz ist noch nicht auf der Checkliste, ne? Ja, die Bubblebox und eine Videokamera. Kerze hast du auch, ja? Ich glaube, wir haben keine Kerze. Oh. Letztens hat man noch eine gekauft. Na egal. Ah, kriegen wir hin. Blablabla. Vorgarten schon gruselig genug. Kann einer den Schlüssel mitnehmen? Schlüssel? Liegt irgendwo auf dem PC-Tisch. Was für ein Schlüssel? Ja. Der Haustürschlüssel. Achso, außer da hängt irgendwo eine Rammer im Regal. Junge, wer rennt denn aus dem Haus raus, weil es da drin spukt und lässt den Schlüssel und schließt dann ab?
Bist du hier? Ja, fängt ja schon an, ja. Kannst du mich hören? Oh, das Haus kann ich jetzt nicht glauben. Bleibt man beim Schiff, wie der weiß, was er macht. Wie platziere ich die? Ah, jetzt. Schon gut. Oh, diese super helle Taschenlampe ist voll für den Arsch. Bist du hier? Ja. Ah, das kann man auch machen, okay. Wo bist du? Wo bist du? Sag mal, wer bin ich? Wer bin ich, du? La gente está muy loca. Und da zieh ich ja dieses verkackte Buch, Alter. F. Nee, da passiert nichts. Aber erst runter, C, erst spucken. Achso. Steck das einfach hin, dann schreibt er eventuell rein, oder was? Wenn es am richtigen Ort liegt. Können Sie sprechen? Wenn es ein Poesiealbum ist, genau, jetzt muss man hier das Licht ausmachen und dann... Können Sie sprechen? Haben wir schon irgendeine Geisteraktivität? Gucken. Möchtest du sprechen? Nö, null. Irgendwas hat gepiepst. Der Bewegungsmelder hat gepiept. Achso, du bist durchgelaufen, deswegen. Wer ist durchgelaufen? Shift hier lassen. Bist du hier? Lauf mal geradeaus durch, da hinten ist der Sicherungskasten. Drück mal da hinten bitte Sicherung. Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ja. Okay. Habt ihr Spaß da drüben, ihr zwei, oder? Ich muss den Bildschirm beobachten, hallo! Wo ist denn die Kamera? Also die Videokamera. Die hab ich dabei. Ja, das Licht ausgemacht, der Depp, ne? Was ist dieses komische Funkgerät-Lautsprecher-Teil? Hä? Ghosting Distribution steht da drauf. Das ist der Bewegungsmelder, oder was meinst du? Nee, Bewegungsmelder hab ich an die Wand gelegt. Ich mein das Teil hier, was ich jetzt in der Hand hab. Kannst du das mal hin? Nimm das mal. Achso, das ist der Dots. Das ist der Dots? Das ist hier unspektakulär. Muss man anschalten, ja. Ja, das musst du jetzt auf die Wand hängen, oder was? Also das Buch bringt ja nix, so. Nix mal woanders hin, ja. Ja, wir müssten halt mit dem Temperaturmessgerät erstmal irgendwie das Zimmer finden, wo er sich aufhält, so. Ja. Wer hat das? Ja. Wo bist du? Hat einer ein Temperaturmessgerät dabei? Nö. Nee. Ich hab keins. LKW hängt da auch keins. Achso, diesen muss irgendwie neu kaufen, ja. Ja, normal nicht. Ich schläg mal ins Klo rein und mach die Tür zu, damit er Zeit hat, da was reinzuschreiben ins Poesiealbum. Ja. So, mein Little Pony Farm. Kann noch Sticker reinkleben, damit. Ich ohne Temperaturmessgerät ist das ein bisschen bescheiden. Aber eine UV-Lampe kann man einpacken, oder? Haben wir da auch keine? Ah, die habt ihr, ne? Gut. Wer hat denn das EMF? Ich, ja. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Da hier oben? Ja. Ich hab das MILF jetzt in der Hand. MILF, ja. MILF, ja. Was für ein MILF? Ich verteile gerade ein paar Salzspuren. Das muss auch anschalten, okay. Ja, und kein Wunder, dass es hier spukt, man. Das ist übelst gruselig. Wo bist du? Ist ja Mike Krüger. Bist du glücklich? Kennen Sie uns? Okay, ich hab ein Zeichen. Eins, jetzt wieder weg. Bist du hier? Wo bist du? Hier, oh, hier an der Tür ist es. Bei mir. Soll ich Salz gelaufen? Ja. Hier an der Tür, oder was? Ja, hier schlägt er aus auf 1, ja. Bist du hier?
spricht mit uns. Vielleicht legen wir das Buch mal hier. Steht da draußen. Da ist einer durchgelatscht. Durchsalz. Oh, hier ist 5 voller Ausschlag. Mach mal die Lappen aus, okay. Ich geh jetzt eh raus. Okay, mal kurz sammeln. So, im F5. Ja. Was muss man denn mit dem Salz machen hier? Jetzt 4 Abdrücke? Nix. Das ist nur ein Bonus. Eine Nebenaufgabe. Achso. Okay, dann können wir das ganze Werkzeug aber jetzt irgendwo da oben hinschleppen, weil dann ist er anscheinend irgendwo da unterwegs. So, dann kann ich das eben EMF jetzt wegpacken, ne? Ja, das ist jetzt hinfällig. So. Fotoapparat, da brauchen wir auch nichts. Oh, weil war es eben ein hoher Ausschlag hier. Eine 9 auf der Richterskala. Und die ist jetzt wieder auf 9, ist immer noch konstant auf 6, ne? Jetzt geht's runter. Ja. Yeah. Videokamera haben wir noch keine, gell? Die hab ich. So. Okay, dann könnten wir den Dots aber noch da hochschleppen. Der Bewegungsmelder ist rot angezeigt. Was machst du da zum Fick? Dort ist besessen. Ja, rot ist doch Dings, dass da einer durchläuft gerade, oder? Ne, damit man hören. Also kommt ihr jetzt wieder rein oder? Ja, ich bin schon rein. Ja, guck mal, was nehme ich mit? Kruzifix oder was? Wird ja voll bringen, ne? Bei den Dots oben. Ja, ich bin jetzt mal durch den Kontakt genommen. Guck dir mal allein die Bilder an, Alter, ist ja gruselig. Ja, dann nehme ich mal die Infrarot-Taschenlampe und guck mal ein bisschen nach. Dots? Dots? Ich glaube, der ist gerade durchs Dots gelaufen. Ja. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, bleib bei mir oben. Der ist auf jeden Fall, der ist da unten durch. Der ist durch Salz auf der Treppe gelaufen. Ja, die Bonusaufgabe haben wir schon mal. Ja, er ist aber die Treppe runtergelaufen anscheinend. Also ich glaube, ich habe ihn im Dots gesehen. Ich bin nicht sicher, weil Stefan gerade genau in dem Moment da durchgerannt ist. Ja, es liegt wieder an mir. Ja. Nehmen wir die Kamera irgendwie hier hin. Auf welche Toilette hast du das Ding gelegt, das Buch? Ja, hier, du stehst drauf auf dem Buch. Und dann nehme ich es mal. Ich kann es nicht nehmen, ich bin voll. Oh, ich hab's. Dann legst du auf den Dachboden, wo war der? Oh, hier hinten. Oh mein Gott, bum 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 bum. Ja. Ist wieder weg? Ja. Ich glaube, der ist irgendwie in dem Zimmer da. Ja, dann leg das da mal rein. Ja. Fluchtposition. Ja, die Dots hast du auch da vorne hingelegt, okay. Hm. Mach ich bewegt wieder auch dahin. Ich stehe in den Türraum. Geht nicht, okay. Ich glaube, ich habe wieder im Dots gesehen. Ich bin gerade reingelaufen, das was du siehst, sind wahrscheinlich ich. Nein, das ist keine komplette Kultur, die da durchläuft. Mach mal die Taschenlampen aus. Klar. Ja, jo, er läuft durch. Ja, ja, ich hab ihn gesehen. Du hast auch gesehen, ne? Ja. Ich nicht, aber ich spiel hier raus. Ah, lass mich nicht allein! Okay, Dots. So, jetzt bleibt nur Geisterbox, Geisterorbs, Fingerabdrücke. Hast du mit der UV-Lampe mal so rumgeguckt? Ja, so. Noch nichts gefunden, ja. Geisterbuch hat er nichts geschrieben. Jetzt noch nicht. Ich schalte mal gerade die Kamera um. Und da oben ist es auch arg hell, ne? Oder? Ja, ich nehme das Stativ mit und...
Wäre aber cool, wenn einer mitkommt, weil alleine ist immer scheiße mit dem Geist und so, ne? Das Licht ist ausgegangen drin. Tatsächlich. Na, Orbs? Nö. Kannst du dreh dich mal auf dem Bildschirm, dann siehst du sie vielleicht. Ja, komm, Shifty, wir folgen dir. Komm, Stefan. Ja, ich bin dabei. Stefanie, weiße alte Cis-Frau, komm. Deiner Spaß meinerseits. Das muss er dann im Spiel nochmal verkraften. Ja, nochmal kurz Infrarot müssen rumgucken hier. Smörbröt. Fingerabdrücke sehe ich jetzt hier so nichts. Auf dem Geländer vielleicht. Nee. Im Abgang vielleicht. Nee, tut mir leid. Keine Fingerabdrücke? Nee. Also ich sehe jetzt hier keine. Wenn er den perfekten Aufstellwinkel rausfindet. Ich guck mal kurz hier hinten. Was hängt da oben eigentlich? Das ist ekelhaft. So ein Genozidstreifen. Ist das der sogenannte Gaza-Streifen? Oder Bewegungsmelder schlägt aus. Ja. Also hier sind keine Fingerabdrücke, ja? Nein, wo ist denn die Tür zum hier hinten, ne? Will ich jetzt einmal kurz gucken? Ne, keine Fingerabdrücke. Geisterbuch steht auch nichts, ne? Ne. Auch nicht, ne. Dann gucken wir jetzt mal durch die Kamera. Ja, das ist es. Bist du hier? Sicherheit geht vor. Junge, ich hab ne Ausdauer, Alter, für 5 Meter, ey. Bist du bei uns? Das sind 20 Jahre Rauchen. Von McDonalds. Oh, fuck! Was? Ich kann die Kamera nicht umschalten. Boah, viel mein Leben. Hat er dich? Nein. Okay, Orbs sind immer noch keine da. Ups. Die Kamera geworfen, warte. Oh, der war da! Was? Der war gerade auf dem Bild. Der ist von links nach rechts gerannt in den Raum rein. Oh, sah der gruselig aus, Alter. Ich wo, in den Dachboden rein, oder was? Ja, in den Dachboden rein. Ah, ja. Ja, dann gibt's aber definitiv keine Orbs, ne? Nee. Ja, ich dachte, ihr hättet den schon in den Orbs gesehen. Achso, Orbs auf dem Bildschirm, ja. Ja, nee, das war so eine. Wie so eine glänzende Kontur, die da lang gelandet ist. Von links nach rechts. Wenn wir jetzt noch ein Thermometer hätten, das wäre toll. Ja. Also Geisterorbs können wir rausstreichen. Geisterbox auch, weiß ich nicht. Nein, nur nicht. Okay. Ja, jetzt haben wir nur Geisterbuch und Fingerabdrücke, was wir probieren könnten. Irgendwie rausprovozieren. Also wir haben jetzt 3 Geister noch übrig, gell? Gespenst, Oni und Goryu. Schreib in das Buch. Wenn es ein Geist ist, das wäre eins der krassesten, aber das wird fast nie den Boden berühren, es wird immer schweben oder durch Wände laufen. Ja gut, das kann nicht sein, weil es hat Fingerabdrücke. Fußabdrücke. Stimmt. Was bleibt da übrig? Was hat Fußabdrücke von den 2 anderen? Weil was war das andere? Oni und Goryu, warte. Oni... Dämon, unglaubliche Stärke, Gerüchte zufolge aktiver in der Nähe des Opfers. Oni bewegen sich mit großer Geschwindigkeit und sind aktiver, wenn Leute in der Nähe sind. Durch ihre hohe Aktivität sind Oni leichter aufzuspüren. Und Goryu. Die Verwendung einer Videokamera ist die einzige Möglichkeit, ein Goryu zu betrachten, wenn er durch Laserlichtgitter eines Dots-Projektors läuft. Stärke in Goryu zeigt sich in der Regel nur vor Kamera, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Sie werden selten weit entfernt von ihrem Todesort gesehen. Ja gut, wenn er auf dem Dachbogen gestorben ist, dann erklärt das, warum der die ganze Zeit nur da oben abhängt. Außerdem haben wir den durch den in dem Dots-Projektor nur durch die Kamera gesehen. Ja. Und wir haben EMF und Dots, das hat er auch, ne? Ja, und Fingerabdrücke hat er aber auch. Das heißt, wir müssen jetzt ganz dringend Fingerabdrücke finden, um es zu bestätigen.
Also müssen wir die UV-Lampen auspacken. Wir haben nur eine davon, ne? Ja, die hat er drin. Ja. Tja, dann muss er wohl rein. Ja, dann gehen wir, wenn alle rein, damit er nicht so ausrastet. Ich nehme schon mal eine Sanity-Pille, weil ich wieder ganz unten bin. Also da steht eigentlich, dass der nur ausrastet, wenn viele Leute da sind. Ganz unten bist du bei 81. Achso, du hast den gerade genommen oder was deswegen? Ja, ich war schon wieder bei 40, 30 oder so. Ja. So, dann UV-Lampe und ab geht's. Ja. Wo sollen da Fingerabdrücke sein an den Türrahmen und so, ja? Ja. Moment, wir haben ihn aber auch ohne Kamera durch das Dots laufen sehen, ne? Das sagst du die ganze Zeit, ja. Nee. Das ist die Runde war, dann habe ich ihn auch gesehen. Vielleicht war es auch die Runde vorher. Doch, wir haben ihn ja eben im Dots gesehen. Ohne die Kamera. Und der Uni. Auch Dots und EMF und Gefriertemperatur, na toll. Gespenst. Gespenst kann es nicht sein. Ja. Eigentlich nicht, weil er gelaufen ist. Ne? So, aber ein Goryo könnte es eigentlich auch nicht sein, weil wir haben ihn auch ohne die Kamera im Dots-Dingsbums gesehen. Und da steht er, du siehst ihn nur durch die Kamera über das Dots. Also es ist ein Oni, ja. Kann es eigentlich nur ein Oni sein. Und da wir keinen Thermometer haben, können wir das nicht feststellen. Draußen schneit, es ist eindeutig Beweis, dass es ein Oni ist. Okay. Ja, da bleibt uns übrigens anders übrig, als das so hinzunehmen. Job. Gott, wir müssen gleich mal dran denken, alles an Ausrüstung zu kaufen, was geht. Ja. Glaub, haben das cool. Alle angekreuzt, Oni? Ja. Wie schreibt man das? U-R-X, ne? Ja, Urix. Asterix und Urix. Oh, ich bin mal gespannt, ob jetzt hier Poltergeist. Gespenst. Das kann doch gar nicht sein. Das kann doch gar nicht in Salz treten. Ne? Das steht in der Regel. Ach so. Und unten stand ein Hinweis, Reaktion auf Salz toxisch. Also keine Ahnung, was das da bedeutet. Hat er vielleicht deswegen so rumgebrüllt eben? Keine Ahnung, kann schon sein, ja. So, was hat mir eben nicht dabei, Ich hab $20, Alter. Ganz einfach, ich kann nichts kaufen, ey. Ich kauf mal ein Thermometer, ich kauf mal... Wie kann man denn... Also, kann man hier das Handbuch aufmachen in dem Raum hier? Ich glaube nicht, leider. Was hat eben noch gefehlt? Kerze habe ich gerade gekauft. Kruzifix habe ich gekauft. Thermometer habe ich. Also wir haben Dots-Projektor, wir haben EMF, wir haben Taschenlampe, Geisterbuch, Geisterbox, UV-Taschenlampe, Videokamera, Kerze, Kruzifix, Fotoapparat, Salz, Sanity-Pillen und eine starke Taschenlampe haben wir 2 Stück. Den Rest brauchen wir alles. Ja, dann habe ich. Ja. Videokamera. Ah, haben wir eine. Hammer. Thermomix, Hammer. Ich habe noch 4 Sanity-Pillen gekauft. Kerze haben wir, was brauchen wir noch? Knicklicht. Ein Knicklicht kann als UV-Flächenlicht verwendet werden, um sich an größeren Orten besser orientieren zu können. Hm. Aber UV. Da komme ich wieder. Ultra Vibrance, was? Ultra Vibrations. Kopfkamera kann verwendet werden, um beim Teammitglied zu orten und Geisterobs zu sehen. Oha. Okay. Feuerzeug? Also wir brauchen Feuerzeug für das Anzünden von der Kerze. Ja, ich kaufe gerade eins. Bewegungssensor haben wir, glaube ich, auch keinen mehr, oder? Ich sehe es nicht, weil sich Shifty oder Don, irgendeiner von euch beiden hat sich so nah an den Bildschirm gestellt, dass ich nichts mehr sehe. Parabolmikrofon wäre cool. Bewegungssensor haben wir. Ruhige Stäbchen.
Okay. Was sollen wir jetzt weitermachen? Oder? Also, haben wir Salz? Warte mal, haben wir. Salz haben wir, okay. Wir brauchen Räucherstäbchen, haben wir keine. Fotoapparat haben wir keinen. Ja, Fotoapparat haben wir doch. Achso, okay. Zwei Stück. Ja, kauf jetzt noch Räucherstäbchen. Ja, Feuerzeug hast du auch gekauft, ja? Ja. Gut, schon bereit. Ja. Bereit. Bereit. Ja, bin ich bereit. Ja. Läuft immer noch. So, zurück. Ist das jetzt eine neue Map? Ja. Oh Gott. Halte deine geistige Gesundheit oben, indem du im Licht bleibst. Donskopf steht davor. Hallo. Finde heraus, welche Art von Geist. Reinige den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Oh, sehr gut. Verwende das Kruzifix, um den Geist an der Jagd zu hindern. Haben wir auch. Lasse einen Geist durch Salz wandern. Haben wir Gott sei Dank auch, oder? Ja, haben wir. Ich habe weitere Untersuchungen durchgeführt. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Barbara Bishop. Barbara Bishop. Barbara Streusalz. Ich glaube, die Map kenne ich noch nicht. Weiter scheint dieser Geist zu antworten, egal ob allein oder in Gruppen. Sprich den Namen des Geistes aus, um ihn zu provozieren, paranormale Aktivitäten zu erzeugen, ziehe das Journal zur Radplatte. Ach, neue Map, geil. Echt? Ja. Die Kopfkamera jetzt an, ja. Echt? Möchtest du die anziehen? Nee, mach du nicht. Muss aber einer hier bleiben, ne? Aber dann erst später. Ja, nee, jetzt ist es ganz wichtig, dass ich jetzt hier bleibe. Was brauchen wir noch? Taschenlampe wäre ganz geil eigentlich. Tatsächlich, ja. Ich habe das EMF mal dabei. Okay, Thermometer hat Shifty bestimmt, ne? Ja, bin schon voll dabei. Salz, okay. Verstreuen. Was braucht man denn hier? Kruzifix, um den Geist bei der Jagd zu kriegen. Ich nehme Kruzifix mit. Brauchen wir die Kamera für irgendwas? Also das Wichtigste für den Anfang wäre erstmal EMF. Das hat der Stefan. Die immer mal wieder ausschlagen. Das und Salz habe ich. Das sieht so ein bisschen aus wie, kennt ihr Poltergeist, den Film? Die Neuauflage davon? So mega schlecht war, so ungefähr sieht das hier so aus. Ja doch, das können wir, glaube ich. Ne, hier habe ich noch nie drauf gezockt auf der Map. Bist du dir sicher, das kommt mir richtig bekannt vor? Ja, ne, es ist dasselbe Innenausbau wie da, wo wir mit Kevin und so gespielt haben. Ja, genau, irgendwie sowas war da, ja. Ja, doch, das ist exakt das Haus. Ich kenne das auf jeden Fall. Mein Gott, was ist das? Das rauscht hier so hardcore. Okay. Das Licht ist aus, also. Ja, irgendwas hat sehr, sehr laut gerauscht. Boah, EMF war kurz an. Der ist durch Salz gelaufen. Ja. Der ist hier im Wohnzimmer irgendwo. Ja, der läuft bestimmt das ganze Haus. Was ist das Lichtschatten wieder anmachen soll? Guck mal, Stativ und Kamera. Hallo, nicht mehr. Das ist irgendwie seltsam. Was denn? Also, die Scheißtür wieder aufgestellt. Also, hier in die Ecke geht die Temperatur auf 5 Grad runter. Da, wo der Kamin ist, ja. Ja, deswegen. Sag mal, in einem Haus drin, 5 Grad ist schon. Ja, dann stellt die Kamera mal hin, so in die Ecke rein. Ja, und hoffen, man sieht da draußen was. Silicia Sim schreibt gerade im Chat: Zielt ihr auf eine Twitch-Partnerschaft? Nö. Also, keine Ahnung, ja klar, wäre cool, wenn man so affiliiert ist in so einem Kram. Falls du das meinst. Aber eigentlich streamen wir hauptsächlich aus Jux und Dollerei. Genau. Aus Spaß an der Freude. Mach mal ja kurz das Licht im Kaminzimmer aus. Im Kaminzimmer? Wenn du jetzt Mitarbeiterin von Twitch und sagst, hier hast du erfüllt. Würde auch nicht nein sagen.
bin mir ziemlich sicher, dass Dia Simp die Freundin von meinem Bruder ist. Oh Gott, ich habe hier 0 Grad. Stimmt. Okay, ich sehe keine Ort. Ich hab Minustemperaturen beim Kamin. Ah, okay. Muss ich doch der Kamin. Mach mal das Licht aus in dem Raum. Er schreibt, nein, ich bin dein Bruder. Ja, okay. Geil. Da sind keine Orbs drin, okay, kannst du wieder anmachen eigentlich. Gut. Ja, dann können wir das ganze Werkzeug, glaube ich, erstmal hier hin ballern. Es geht ab, Karma. Dann nehme ich mal das Geisterbuch und orgel das mal dahin. Ah, man kann das sogar an die Wand hängen, okay. Also die V-Lampe hat einer schon? Was? Nee. Nee. Ich bin toll, ein bisschen Salz. Einfach nur, wer es kann. Okay, er kann ich nicht. So. Alleine, weil keiner das Spiel mag. Hä? Alle lieben dieses Spiel. Project Zimbabwe geht ab. Ach so, nee, ey, Digga, ich hab gar keinen Turner drauf. Immer nur das zu zocken, was irgendwie gerade im Trend ist. Nicht umsonst spielen wir so viel Sandbox-Spiele, die sonst keiner spielt. Ja, wir sind halt ultra nischig, ja. Ja. Wenn du im Duden nach Nische nachschlägst, steht da Gaming Banner e.V. hinten dran. Ist so. Ja, das ganze andere Werkzeug habe ich kein Plan. Ich mein, Indie Games. Mit dem Kopf. Ja, Constructed Simulator auf jeden Fall, Alter. Der wird direkt am Release geholt. Ich hab richtig Bock. Ich bin morgen leider erst so sehr später. Abgefuckter Bauarbeiter sein, der Baustellen 3 Jahre lang irgendwie laufen lässt. Also ihr kauft euch das morgen, ja? Ja, auf jeden Fall. Gut, dann könnt ihr dann sagen, wenn ich dann abends dazu schuss, ob es scheiße ist, dann brauch ich nicht kaufen. Oder nee, ihr habt das schon durchgespielt. Das wird bestimmt mega lustig. Dann kannst du im Bus mal gucken, ob das mit dem Räucherstäbchen hier funktioniert hat. Ja, hat funktioniert, ja. Okay, cool. Schreib in das Buch. Komm ich jetzt mal mit dem Kruzifix rein, weil ich bin voller Babbo. Kruzifixus. Du bist voll der Found Footage Film, wenn ich über deine Kopfkamera gucke. Haben wir irgendwo EMF? Hat das einer mal benutzt, oder? Ja, ich hab das die ganze Zeit in der Hand, aber es passiert nichts. Sieht da einer Orbs oder sowas? Oder durch die Kamera jetzt den Geist irgendwie? Hab das Licht ausgemacht? Du läufst gerade zum LKW zurück und so. Ja, da schalt auch oben drin, steht eine Kamera. Achso. Nö. Die Tür ist gerade zugegangen. Doch, doch, hallo. Oh. Ich hab da keine Orbs gesehen. Doch, da hinten. Orbs. Die sind doch auch. Ach, das. Achso, das sieht aus wie eine Staubfluse. Oder? Oh, ich hab das. Okay, Orbs sind also da. Hä, das sind Staubflusen, das ist mich verarscht. Ja, ja, da siehst du Orbs. Den, der, dieses komische Grünpunktgerät leuchtet ja auch da drin, ne? Man sieht es auf der Kamera nicht. Mhm. Warum? Persönlich, ob einer durchrennt. Doch an, warum sieht man das auf der Kamera nicht? Auch über die Kamera sieht man es nicht doch. Hä, diese weißen kleinen Mikropunkte, das sind Ops oder was? Ja. Ja. Normal siehst du da ein bisschen mehr von. Das ist Kamera ist halt wahrscheinlich gerade im Eck positioniert. Ja, die ist. Die überblendet sich gerade selbst, oder? Dann stell sie so ein bisschen so, dass du mehr auf den Kamin gucken, keine Ahnung. Hat einer die Spirit Box schon benutzt? Haben wir irgendwelche Sachen, die wir jetzt schon abhaken können? Außer Ops. Gefrier. Also 5 Grad ist keine Gefriertemperatur, aber gut. Ich hatte minus 3. Okay. Ansonsten nichts, gell? Noch nicht, ne. Also ich tippe jetzt schon mal, das ist ein Revenant. Einfach nur so. Weiß man EMF hier rein. Ja, ich komm. Wo ist hier? Ja, einfach da ins Wohnzimmer, wo der Rest auch rumsteht. Aber anschalten, logischerweise. Echt? Mhm. Oh mein Gott, Stufe 3. Geh mal Richtung Kamin, ob da nicht reinschmeißt. Oh, der hat eine Tasse nach mir geworfen. Ja.
Siehst du die, die liegt da? Ich weiß. Wie ich weiß. Ruf mal die ganze Zeit seinen Namen jetzt. Warte, okay. Bist du hier? Oh, der kommt. Barbara Bishop. Geisterbox. Dann kannst du nur ein Onryo sein. Ja. Die Geisterbox ist was? Geisterbox. Ja, was ist das für ein Gerät? Ach, dieses komische Das Radio, Quatsch, ja genau, das Radio-Ding da. Da hat er gesagt, I am here. Wie heißt der Onryo? Onryo. Warte, ich will mal lesen, was er kann. Der Onryo wird oft als der zornige Geist bezeichnet. Er stiehlt Seelen aus den Körpern schreibender Opfer, um sich zu rächen. Der Geist ist dafür bekannt, dass er jede Form von Feuer fürchtet und alles tun würde, um sich von ihm fernzuhalten. Stärken, das Auslöschen einer Flamme kann ein Onryo zum Angriff veranlassen. Schwächen, wenn er bedroht wird, jagt dieser Geist weniger gerne. Ja, das ist, würde ich mir vorstellen. Heißt, wenn ich eine Kerze da reinstelle, findet er es bestimmt nicht lustig, oder? Doch, findet selber, wenn du auspustest, dann nicht mehr. Feuerzeug liegt vor der Tür. Okay. Ich jedenfalls wir müssen die Kerze doch gar nicht noch reinstellen. Dann schiff ich mir das jetzt mal machen. Wir müssen mit dem Kruzifix abwehren. Ja, ich komme hinter dir mit dem Kruzifix, ja. Oder hast du eins? Nee. Stefan, kannst du noch ein zweites Kruzifix mitnehmen, just for safety? Ja, ich komme, ich hole eins. Doppelte Leistung, aber das zählt glaube ich nicht, wenn ihr draußen steht, nicht drin mit dem Kruzifix, ne? Ja. Steht eine Kerze. Ach da. Muss ich irgendwas drücken oder einfach nur in der Hand halten? Schmeiß Sachen durch die Gegend. In der Hand halten. Einfach nur in der Hand halten. Und der hat die Kerze ausgemacht. Und ich bin draußen. Er hat wohl keinen Humor. Der mag doch Feuer, warum bläst er selbst die Kerze aus? Nee, der hat Angst vor Feuer. Er hat Angst vor Feuer. Und wenn es ausgeht, greift er an, weil er sich dann quasi nicht mehr bedroht fühlt. Oh, okay. Kannst du die verfickte Tür offen lassen, Wichser? Ja gut, dann lass uns mal drauf ankommen, ja? Ja. Außerdem wollte das in dem Kruzifix noch abhaken. Nö, nee, eigentlich nicht. Weil meine Insanity ist schon bei 90%. Und Don seine Beachtung. Schon bei 90. Das sind alle Top-Werte, ja. Ach so, ich dachte, je höher, desto schlechter. Das ist deine Sanity, nicht deine Insanity. Ach so, ups. Na dann, auf geht's. Na komm. Lass mal jetzt raus. Einstecken, ja. Ich habe Feuerzeug. Wie heißt der Typ nochmal? Oder? Walter Roll oder so. Barbara Bishop. Barbara Bishop. Ja. Kannst Barbara du mich Bishop, hören? Ja. Barbara Bishop. Ich kann die Kamin anmachen. Oh, probier mal. Das wäre eine grandiose Idee. Ah, toll. Aber hier ist hier doch irgendwo eine Kerze, die ich wieder anzünden kann. Weil die hier ist tot. Mhm. Oh ne, doch, geht wieder. Barbara Bishop. Wie ist sie? Richop Barbara. Barbara Bishop. Und die Tür geht auf. Was? Sie kommt. Die Tür ist aufgegangen hier. Zum... Dann auf rauszurennen. Ich weiß auch nicht, ob das ist Reflexflucht hier. Barbara, die hat ja gewackelt. Oh, hier sieht man schon deinen Atem, so kalt ist das hier, wenn jetzt hier Temperatur misst. Oh, alles gut, ich wusste nicht, dass man die aufheben kann. Oh, Biee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 
Was eine Flasche. Barbara. Rababara. Ja, ich hab Schritte gehört. Oh, das kann ja kein Mensch ertragen hier. Wo jetzt? Oh. Ah, machst du das? Ja, das war ich. Ich wusste nicht. Ich kann die aus dem LKW an und aus, Mann, die Bildschirm. Hast du jetzt die Fernbedienung mitgenommen oder was du machst? Ich stehe hier. Wenn deine Teamkollegen das größte Übel sind, ey. Das ist okay. Ich weiß, was ist ein Stefan? Über Dons Kopfkamera kann ich dazu sehen, wie ich den Bildern sah. Ja, in dem Haus spukst du, sie haben einfach nur den beschissenen Hauskobold. Barbara Bishop, bist du da? Barbara Bishop. Barbara Bishop, bist du böse? Barbara Bishop, sprich mit uns. Barbara Bishop! Baba, Papa, Bishop. Barbaras. Fick mein Leben. Ah, ja. Bleib drin. Lauf rein. Bleib drin, Dom. Da hinten in der Ecke rechts, da ist sie, ich seh sie. Gib's hier. Gib mir das Kruzifix. Warte, ich mach den Fernseher für sie an. Du hast sie abgelenkt, oh mein Gott, sie versteht die Welt nicht mehr. Okay, ich glaube, wir haben sie maßlos verwirrt. Ja, das Kruzifix hat nichts gebracht, das musst du nochmal machen. Sollst du das nachher werfen, oder was? Nein, du musst warten, sobald du es aus der Hand nimmst, ist es, glaube ich, irgendwie... Oder Stefan, du hast das zweite, schmeiß mal eins in den Raum rein. Ja. Eins behält Don der Hand, das andere schmeißt mal hier auf den Boden. So lange machen wir das Licht an. Okay, ist drin. Junge, du bist so ein... Wo ist das jetzt hin? Ich hab's reingeworfen in den Raum, es liegt da vorne auf dem Teppich. Wo? Da? Okay, komm. Hier. Ich guck von außen zu. Jetzt bleibt doch mal hier, du Hosenschisser. Ja, ich bin doch da. Komm rein jetzt. Ja. Nein, dann mach mal die Tür zu, wenn ich zu weit reingehe. Ich hab einen Kruzifix und kann gar nichts passieren. Ja, Barbara. Barbara Bishop. Barbaras Bishops Bananen. Barbara Bishop. Barbara Bishop. Was war das jetzt? Oh, Barbara! Achso, okay. Barbara, ich meine, ich muss einen Raum haben. Weißt du, wer mich was sagen, aber selbst die ganze Zeit in der Tür angestiegen. Das ist nur, weil ich rauche, damit sich reinzieht. Kannst du mal den Fernseher ruhen lassen? Das ist gar nicht, das ist. Guck mal, die Fernbedienung. Barbara! Okay, ich helfe die Fernbedienung. Barbara Bishop. Oder vielleicht macht ihr das ja auch an. Die Kerze brennt noch? Okay. Barbara Bishop. Bob. Barbara. Geh mal kurz gucken, wie aggro die gerade ist, ja. Ja. Mach mal. Stimmt auf null. Barbara. Ja, null. Totlinie, die hat einen Schlaganfall, die ist tot. Ja, die ist abgelenkt vom Fernseher. Barbara. Bewohner. Blip, blip, blip. Ja, komm, okay, ja. Wir wissen doch eh, welcher Geist es ist, lass das weg waren. Ja, fick dich, Barbara. Fick dich, Barbara, ich sag's dir. Ja, fick dich und deine ganze Familie, ey. Sparababa. Okay, alle ausgewählt, ja. Onri, so, Rio. Moment. Onri, ja. Ja, check. Jetzt ist wieder ein Geist. Oreo. Das ist der Oreo-Geist. Hä? Was? Okay, das gibt aber tatsächlich Sinn, weil der Mimik tut der Geister imitieren. Okay, aber wie soll man sowas wissen? Wahrscheinlich musst du bei Mimik lesen, was der für Eigenschaften hat, dass man das herausfindet. Oh. Ich hab 22 Dollar, ich kann schon wieder nichts kaufen, gell? Ich kaufe noch eine Kerze. Wir haben noch eine. Ich kann mir nichts kaufen, aber ich kaufe nur eine Kerze. Ich bin wieder absolut pleite, aber ich kaufe nur kurz Feuerzeug. Ja, da steht, wenn ich auf Kerze gehe, steht da wie... Ah, ich hab die Sachen noch nicht hinzugefügt, jetzt. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen was.
Okay. Was braucht man jetzt noch? Soll ich auch noch was holen? Keine Ahnung. Ich soll ich vorlesen, was wir haben und du guckst, was wir nicht haben? Ja, der Stefan, der, genau, der Stefan. Der Shifty kann auch einfach sagen, was er ist auch hier. Level 85, der weiß doch, was wir noch brauchen. Starke Taschenlampe brauchen wir noch eine. Ja, dann kaufe ich noch eine starke Taschenlampe, die ist so teuer. Ja, mir langt auch eine normale, komm, egal. Haben wir eine normale? Schallsensor, keine Ahnung, Schallsensor ist auch so, Ja, ich glaube, wir haben jetzt alles irgendwie so ein bisschen, ja, komm. Alright. Stefan, bereit. Stefan. Ja, warte. Stefan! Stefan! Verwende die LKW-Bildschirme, um den Geist leichter zu orten. Stefan! Stefan! Okay, finde heraus, welche Art von Geist bringe, einen Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Stelle die Anwesenheit eines Geistes anhand eines Bewegungssensors fest. Verwende das Kruzifix, um den Geist an der Jagd zu ändern. Sieht aus, als wäre der Name des Geistes Edward Winter. Weiter scheint dieser Geist zu antworten, egal ob allein oder in Gruppen, spricht den Namen des Geistes aus, bla 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 bla. Edwards Winter. Einige Aufgaben werden nur abgeschlossen, wenn du wenn du wegfährst. Also ich fahr weg und ihr macht den Rest, ja? Alter, ihr habt ein Parabolmikrofon gekauft. Ich hab voll reingeschoppt. Okay, ich gehe mit Temperatur suchen. Ich mache ein bisschen Salz auf den Boden. Das ist alles sehr warm hier. Ich glaube, das taucht hier nichts. Ich mache mal Dötz hier rein. Dötz ist drin. Hallo! Hoppala. Ich weiß noch nicht. Weiß ja nicht, wo der Besicherungskasten ist. Geht mal hier im Keller im Gruseligen. Ich guck in der links. Wieso können die nicht einfach neben die Eingangstür machen? Wie normale Leute das machen. Fuck, er läuft hier rum. Kein EMF-Ausschlag. Wo ist denn unsere Pussy schon wieder? Hä, hey, Entschuldigung, wo ist die? 11 Grad. Ja, hier ist er durchgelaufen. Ja, also ist schon mal kein Gespenst, ja. Okay. Dann gehen wir runter in den Keller, was da machen. Entweder im Keller oder in der Garage. Und in der Garage ist der nicht, dann müssen wir in den Keller. Okay, Licht geht. Auf dem Platz hier steht jetzt dieses beschissene Stativ, ja. Nee, irgendwie ist es hier seltsam kalt in der Küche. Und ich habe Knochen gefunden, eine Fotokamera. Ne, nicht. Wie tue ich diese verfickte Videokamera platzieren? F. Yeah. Mit G, wegwerfen einfach. Achso. F, G, G, F. Ja, ja, und dann wieder mit Linksklick wieder andere Aktionen, ne? Ja, genau. Und dann mit E auch mal wieder was. Und einer eine Fotokamera holen für die Knochen? Ja, Stefan geht natürlich schon wieder. Ganz langsam geht er zu LKW gerade. Stefan, wenn du die B-Taste nur jede Sekunde einmal drückst, dann. Ich wusste gerade kurz was. Schauen. Ich hatte gerade 4 Grad. Zwei Grad. Ich komme mal zu dem dann. 1 Grad. Ich hätte die Tür geöffnet. Oh, hier ist. Im Wohnzimmer, hier an der Ecke. In dem Raum hier. Im Schlafzimmer. Stufe 1, der Eskalation erreicht. DEFCON 1. Hier im Türrahmen ist es nur. Jetzt ist wieder weg. Hier irgendwo. Ist weg. Aus. Ich bin hier die ganze Zeit bei so fast. Könnt bei ihr den Dots gerade mal an die Schräge platzieren, an diese 45 Grad Wand? Ja, ich probier's. Oh, eins.
Ja, das Licht hat gerade geflackert. Wieder weg. Eins beim Dots ist das, ja. Ja, mach mal das Dots an die 45 Grad. Und ich, mein Inventar ist, glaube ich, so voll, ich kann ja nicht hochheben. Oder wie geht das? Du musst meine Hand leer machen. Ja, das Shift hier, glaube ich, ist dann einfach. Ah, jetzt. Und dann da was? Ja, genau. Ja, ich habe nichts, kein EMF-Ausschlag, auch kein Ausschlag im Schritt. Ich bin hier die ganze Zeit bei fast minus, das ist so 0,8 und so ein Scheiß. Habt ihr schon mit diesem komischen Funkgerät gemacht? Nee. Die Geisterbox ist doch das Ding, wo er antwortet, oder? Ja. Was muss ich da sagen? Kannst du mich hören? Kannst du mich sehen? Wenn das X ertönt, weißt du, dass es funktioniert hat. Also, dass das X aufleuchtet an dem Display da. Naja. Was ist noch als Aufgabe hier? Geisterbuch liegt schon da. Ich hab keins hingelegt. Ein Geisterbuch, Stefan? Nee. Ja, oder nein? Mit Don. Nein. Okay. Gut. Die Tochter ist auf jeden Fall Nancy. Ins Wohnzimmer mal einzulegen, oder? Ja. Ja, ich würde es einfach mal probieren. Boah, ich bin der Geist. Ich kann mich im Spiegel nicht sehen. Wer ist die Tante? Nancy. Achso, das weiß ich nicht. Was nicht? Ein Typ? Edward, irgendwas? Ich gucke mal schon auf den Namen. Keine 5 Meter laufen hier. Er schreibt ins Buch, er schreibt ins Buch. Ja, echt? Der hat mir auch vom PC ausgemacht, nachdem ich ihn dann gemacht habe. Edward Winter, ja. Run, help, run, I'm hurting. Also I'm hurting. Buch ist, ja. Was schreibt er? Run, help, I'm hurting. Oh fuck. Das heißt, wir haben definitiv Geisterbuch. Wo liest du das alles? Achso, doch da. Beim Hurting Look. Aber ich komme hier irgendwie nicht auf Minus. Weißt du, wo war das MF, was gerade ausgedrückt hat? Ja, das ist schon wieder weg. Ja, das ist, der bewegt sich. Ja. Der ist nicht standorttreu. Die Standort rein. Okay, auf dem Spirit Box höre ich nichts. 50 ist im LKW oder was? Nee. Die laufen eigentlich auch rum. Dann gehen wir mal in den Keller runter, oder? Muss ich da machen, muss in den Keller abgang verdammt ja. Dafür laufen. Das ist die Idee der Welt. Das ist der Achter. Und jetzt auf jeden Fall kein EMF. Ah, besser macht das gar nichts. Kannst du uns hören? Kannst du uns hören? Sören. Hallo. Wie heißt er nochmal? Sören. Edward Winter. Edward Winter. Edward Winter. Edward Winter. Also ich glaube, Minustemperaturen können wir irgendwie rausnehmen, weil es geht die ganze Zeit bis auf 0,7 oder so weiter nicht. Ja, das bei Windbox auch. Passiert nichts. Edward hab Winter. Hab ich schon gerade Dots gesehen? Ja. Oh. Ja, das Licht ausgeschaltet. Macht's ja. An und er macht's wieder aus, aber es ist kein EMF-Ausschlag. Ja, und auch. Jetzt die Lampe kaputt. Okay. Der Strom ist wieder aus. Oh, okay. Gut, dann die Spirit Box raus. Und was war das andere, was wir rausnehmen müssen? Bier ist, glaube ich, auch raus. Was raus? Also Temperatur raus, ja. Ja, das. Ja, Temperaturen raus und Geisterbox raus. Geht da auch, dass er in Gruppen antwortet? Was? Geht da, dass er in Gruppen antwortet, weil wir die ganze Zeit zu 5 hier stehen? Ah, stimmt, dann ja. Lass wir dich mal kurz drin. Also wenn du da drin zu 5 stehst, dann sollst du echt Gedanken machen. Ne, egal ob allein oder in Gruppen, ja. Okay, dann können wir es vielleicht rausstreichen, ja. Das heißt ein Meiling oder ein Taillet. Was für Viecher, Alter. Hä, wieso, was hast du noch rausgestrichen? Hä? EMF Level 5? Bier und Geisterbox.
Gefriertemperaturen habe ich rausgeschrieben und Geisterbox. Ja, jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Geister. Und Geisterbuch hat er doch eingetragen, kannst du reinnehmen. So. Okay. Meiling und Taye. So, Meiling ist ein sehr lautstarker und aktiver Geist, das heißt, dass sie bei der Jagd auf ihre Beute besonders leise sind. Ein Meiling ist dafür bekannt, dass er bei der Jagd leise ist. Meiling geben häufiger paranormale Geräusche von sich. Das heißt, wir brauchen Fingerabdrücke oder Geisterorbs. Geisterorbs oder Fingerabdrücke. Die ganzen UV-Lampen. Ich habe eine. Da wird gestärkt, sobald man... Das hört sich voll widersprüchlich an, was sie hier schreiben als Beschreibung. Sobald man den Ort betritt, werden Atelier aktiv, defensiv und agil. Hä? Wir können Dots-Projektor noch reinnehmen. Sind wir durch, ja? Ja. Ja, dann bleibt nur noch Taillé übrig. Ja. Aber ich kreuze trotzdem Dämon an. Was war bei Taillé? Was stand da? Ja, dass sie immer schwächer werden mit der Zeit. Ja. Taillé sind dafür bekannt, selbst im Jenseits zu altern. Von dem, was wir gehört haben, scheinen sie schneller zu verkommen, wenn sie in Gegenwart von Lebenden sind. Geisterorbs? Ne, das schneidet es hinten an der Tür. Ja, das schneidet nur, ja. Aber rein theoretisch müsste der Orbs abgeben, der Taillé. Ja. Deswegen, ich würde vielleicht die anderen zwei Sachen, die mir rausgestrichen haben, nochmal wegnehmen. Dann bleibt da noch übrig. Ja. Ja, dann bleibt übrig der Deogon. Deogen. Also EMP hat auch nie ausgeschlagen, also. Wenn ich EMF rausmache, Dots drin lasse, Finger. Also, Dots habe ich nichts. Slayer. Fingerabdrücke habe ich keine gefunden. Du kannst eigentlich alles mal auf Standard zurücksetzen, außer Dots ein Kreuz rein und Geisterbuch ein Dots rein. Das haben wir definitiv. So, da bleiben nur Taillé und dieser Deogen übrig. Deogen, ja. Manchmal mit einem unendlichen Nebel umgeben, sind Deogen sämtlichen Geisterjägern jahrelang entkommen. Es wird berichtet, dass diese Art von Geist selbst die Verborgenen zum Opfer findet, bla bla bla. Deogen können das Leben der spüren, man kann vor ihnen davonlaufen, aber sich nicht verschrecken. Deogen benötigen sehr viel Energie, um Gestalt anzunehmen und bewegen sich sehr langsam, wenn sie sich ihrem Opfer nähern. Ja, das heißt, wir haben Geisterbox. Ja, bei Geisterbox habe ich nichts gehört. Oh je. Geisterorbs, gib mir mal die Geisterbox. Warte. Da. Die ist ewig rumgeblättert, so ekelhaft. Ja. So, und was haben wir noch? Geisterorbs. Der Bewegungssensor ist gerade gegangen, oder? Ja, kommt noch einer mit rein? Ja, wir können auch mal die Kamera umstellen, weil das EMP-Meter braucht nicht mehr. Weil das ist, ja. Also wir brauchen, wenn nur noch Geisterorbs oder diese Box hier. Alles andere geht ja nicht. Und ja, okay, Kerze bei Geisterorbs müssten wir ja sehen, wenn er, wenn er den Bewegungsmelder, der sowieso in Sichtreichweite von der Kamera ist, sowieso die ganze Zeit auslöst. Bist du hier? Kannst du mich hören? Das ist gar nichts mehr dabei. Ich nehme vielleicht auch das EMP-Meter mit. Kennen Sie uns? Kennen Sie uns? Bist du der Einzige hier? Gibt es Geister? Können Sie sprechen? Oh, Ausschlag hier. Wieder weg. Ist jemand hier? Ist das Sechser ausgemacht? Ich habe gar nichts gemacht. Ist jemand hier?
Ist jemand hier? Bist du hier? Da hast du keinen Bock zu reden oder was? Ich habe gefragt, ob du hier bist. Kann ich etwas tun? Wartest du? Bist du wieder oder was? Hallo, hast du nicht geladen lassen? Können Sie mit ihm sprechen? Ich will aus. Wo ist denn der Kellerabgang? Rechts. Aus, hier ist ein Ausschlag. In dem Zimmer hier. Bist du die ganze Zeit hier? Wieder weg. Wo bist du? Wer bist du? Wo bist du? Ja, fick dich doch. Okay, Fingerabdrücke können wir, glaube ich, rausstreichen. Ich finde einfach keine. Und den Laberscheiß auch. Geisterbox raus, Fingerabdrücke raus. Dann kannst du schon wieder nur ein Taillet sein. Mit dir ist es nicht. Ja, hundertprozentig nicht. Das ist die ganze Zeit nicht das, was wir denken. Das ist vielleicht dann doch wieder ein Mimik, ja? Was zeichnet den aus? Ach, stimmt. Mimik ist ein schwer fassbarer, mysteriöser Nachahmergeist, Eigenschaften vorhanden. Geisterorbs, ja. Geisterbox steht da. Ja, die Kerze ausgeblasen. Yay, also haben wir ja schon mal den Punkt. Ich sehe Orbs. Echt? Also ist ein Mimik, ja? Ja, hey, Geisterorbs ist doch gar nicht bei Mimik. Ne, das ist wirklich ein Taillet. Wir haben jetzt Geisterorbs, Dots und Geisterbuchs. Sollte jetzt eigentlich das Richtige sein. Ja, ist ein Taillet. So, bei Mimik müsste es sein. Geisterbox war es definitiv nicht. Wenn er die Katze ausgeblasen hat, noch kurz. By the way. Also für den Mimik müsste er wenigstens Geisterbox oder Fingerabdrücke haben. Ja, Geisterbox haben wir auf jeden Fall nicht. Und Fingerabdrücke finde ich auch keinen. Gut, dann also ein Taillet. Eine Möglichkeit war es bestimmt ein Oni. Mhm. Alle angekreuzt? Ja. War es bestimmt ein Raiju oder so. Ach ja. War ein Taillet. Warum kriege ich dafür nur 20 Dollar? Weil Schwierigkeitslevel. Geil, das sehe ich jetzt erst. Im Licht verbrachter Zeit 14 Minuten, Dunkel verbrachter Zeit 2 Minuten, Geisterraum verbrachter Zeit 2 Minuten. LKW verbracht, komplette Spielzeit. Gesamte Dauer der Untersuchung 16 Minuten. Anzahl der Geisterinteraktion 35, oha. Wow. Mhm. Ist LKW aus. Blöd, das zu sehen? Oder? Durch die Kamera hat das gesehen. Oh ne, nicht den Campsite. Oh. Ne? Was sollen wir denn nehmen? Was Kleines, weil wir halt wieder nur zu dritt sind, ne? Zu viert kann man so eine Campsite machen, ja. Und dann das Blessdale Farmhouse. Wow. Waren wir da nicht eben schon? Ne, das hatten wir glaube ich noch nicht. Okay. Pillet sowas? Was? Ich glaube, jetzt haben wir alles. Ich weiß nicht. Tipp, bleibe nicht so lange im Dunkeln. Ja, dann habe ich mich schon gehalten, da hast du mir den Tipp noch nicht gesagt. So, ich habe Geisterbuch und EMF. Ich habe Temperatur und ein Fotokamera. Ich habe die Digitalkamera im Stativ. Oh. Warum kann ich nichts weiteres aufnehmen, alles klar? Ach, das hier wieder, okay. Ist tatsächlich nicht dasselbe von eben, aber die sehen schon so ähnlich aus.
Okay, Strom aus. Ja, super. Thank you for nothing. Bei mir hier oben fällt die Temperatur ab, fick mich. Nur runter. Wo ist der Sicherungskasten denn im Haus? Entweder auf dem Dachboden oder ganz unten irgendwo. Warte, ich guck mal im LKW, da ist so eine Karte. Was creepst du hier rum? Knochen aufheben. Okay. Wo war Temperaturabfall? Auf dem Dachboden ist er. Okay, dann hoch. Dachboden ist nur ein Stockwerk. Ah, ne, geht's nochmal hoch. Okay. Ja, also hier habe ich schon mal 8 Grad. Ich glaube, das ist irgendwo hier. Wo bist du? Rechts, links. So, Strom ist an. Warte mal kurz, ich stelle die Kamera hier auf. Dann bist du am LKW? Nein. Jetzt mal gucken können wegen der Kamera. Also das Holz nachhaltig, aber hauptsächlich Plastik vor allem bei der Badewanne. Hier geht bei mir irgendwie die Temperatur runter bis auf 9 Grad, 8 Grad. Und Licht aus. Ah, fick mich doch. Ich glaube, wir machen zu viel Licht, wir hauen einfach die Sicherung selbst raus immer. Stimmt. Du meinst, oben ist das, ja? Generator wieder angemacht und Strom. Ich glaube, es ist irgendwo hier oben. Okay, was macht das hier für komische Geräusche? Ganz komische Geräusche gerade. Hier unten. Ja. Jetzt wieder rum. Es kam von hinten irgendwo. Wird lange wie ein Schaukelstuhl, der schaukelt. Ah, hier ist ein Schaukelstuhl. Ach ja. Leg das Buch hier rein. Ja, hier ist noch 1 Grad, 1 Grad, oh Gott, 2 Grad. 1 Grad. Richtig. 1 Grad, Minus gerade. EMF ist ruhig. Ja. Ja, Minus gerade. Okay, Gefriertemperaturen haben wir schon mal. Okay, dann haben wir unser Zimmer, glaube ich, gefunden. Hat einer von euch das Dots dabei? Nee, du kannst mal hochschleppen. Jo. Aber auf dem EFF keinerlei Ausschlag. Hat er von euch Salz verstreut? Ne, brauchen wir gar nicht. Ich würde das EMF aber erstmal da reinschweißen, falls doch noch was eskaliert. Das Telefon klingelt, fuck! Was? Jetzt Telefon! Hallo, Georgie! Hallo! Jo, oben hat das Telefon geklingelt, ja. Nice. Okay, hast du Bewegungsmelder dabei? Ich hab den Bewegungsmelder, hast du den Dots? Ich hab den Dots, ja. Da hänge ich den oben auf, weil da hab ich auf die Kamera hingestellt, auf dem Dachboden. Lassen Sie mich aus, ich bin durch. Salz? Ne, ich mit, ja. Ja. So, hier ist das Zimmer. Achso, ich dachte im Dachboden. Ne, hier. Aber vor dem Zimmer hat auch das Telefon geklingelt. Ja. Vielleicht mal Fingerabdruck auf dem Telefon. Ja, ich hab leider keinen Vorlampe dabei. Ja, dann kannst du die Kamera auch mit runterbringen. Ja, ich wollte schon. Boah, fuck. Der scheiß Ventilator Ja. Ich kann die Kamera nicht aufnehmen. Er ist durchgelaufen. Durch was? Durch Salz. Gut. Aber auf dem Dots hast du noch nicht gesehen, ja? Nee, noch nicht. Hol mal eine UV-Lampe aus dem Auto.
Gott, der läuft hier rum. Ich habe aber keinerlei EMF-Ausschlag da oben. Obwohl ich neben dir stand, als der Ventilator anging. Hm? Ja. Leben, bitte. Gut, ja, wenn er hier auch draußen rumläuft, dann stell die Kamera hier in den Flur und machst du das auch hier hin. Dann stell die Kamera hier in die Zimmerecke und dann kann die in den Flur rein filmen. Wo? Hier so. Dann filmt die auch noch in den Flur. Ich hör den. Ja, ist der Schaukelstuhl. Junge, was ein Schaukelstuhl-Gore hier. Das jetzt reicht, ja. Er hat den Ventilator auch angemacht, ne? Da sind auch keine Fingerabdrücke dran. Schaukelstuhl sind auch keine Fingerabdrücke. Hast du den EMF noch dabei? Den kannst du mal anschalten, auf den Tisch schmeißen. Ja. Bist du hier? Was können wir noch hier hochschleppen? Die Kerze und Feuerzeug ist eine Bonusmission. Ja. Ja, und Räucherstäbchen. Reinige den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Ich nehme die Kerze mit. Und Feuerzeug habe ich auch. Das Feuerzeug, ja. Ja. Bis jetzt haben wir nur Gefriertemperaturen angehakt. Sonst nichts rausgenommen, sonst nichts angehakt, gell? Nee. Oh, ich hab Räucherkerzen dabei. Also nichts außer Gefriertemperaturen, ja. Im Geisterbuch hat auch nichts eingetragen, obwohl es im Raum liegt, oder? Noch nicht, nee. Stimmt, da gibt's ja das. Er bewegt die noch Tür. Nicht. Welche Tür? Fickt deine Mutter. Bleibt hier oben. Was sind keine Orbs oben? Ja, du bist, guckst durch die Kamera raus. Okay. Ja, ich hab grad mal geguckt. Welche Tür war das? Die von dem Zimmer raus? Ja, genau, die hat er. Da sind definitiv keine Fingerabdrücke dran. Ja, dann können wir das, glaube ich, definitiv wegstreichen. Gott, ist das hell. Guck mal von der anderen Seite. Könnt ihr mal kurz alle Lichter ausmachen, ganz kurz? Ja. Oh Gott, ich hab. Der war hier. Der hat die Kerze ausgeblasen, oder? Warte, ja. Räucherkerzen, da mach mal an hier. Ich mach mal die Räucherkerzen. Ja, du hast Feuerzeug, du hast die Kerze auch angekriegt. Wie mach ich die an? Okay, ich hab's an. Jetzt gehen wir in den Raum rein. Ich hab Orbs gesehen. Hier ist auch mal eine Tür zugegangen. Ja. Hast du das mit den Räucherstäbchen gemacht? Okay, die sind eh abgefackelt. Warte, ich gucke. Die Kerze hat auch ausgepustet. Das hat alles funktioniert, außer das Kerzen ausblasen, das hat er nicht gezählt. Hm. Unser Lieblingshater ist wieder im Chat. African Mongo. Ich glaube, ich habe gerade eben Orbs gesehen. Hä, bringt Geister zu, eine Kerze auszublasen, hat er gemacht? Willst du mich verarschen? Ich selbst ausgeblasen. Wahrscheinlich, ja. Meinst du, Orbs gesehen, ja? Das Problem ist, dass dieser bescheuerte Dot-Sensor viel zu hell ist. Doch, aber da sind Flocken, siehst du auch, ne? Nee. Hat eben, ist bei mir oben rechts eine. Achso, ja, doch, da, ja, ja, doch, genau. Da sind Orbs, ja. Das ist bescheuert, du Orbs. Fingerabdrücke können wegknallen, definitiv. So, dann ist der Handtuch schon mal weg. EMF, da passiert überhaupt nichts, aber das bringt auch nichts, egal was EMF, ja. Ja, dann probieren wir mal Geisterbuch und Geisterbox. Ja. Kommt ihr mit? Nö. Wenn der Dots-Projektor da ausschlägt, dann ist es ja, also, wir haben alles. Jetzt muss er einen von denen machen. Ja. Geisterbox muss aber hoch mit dem Quatschen gehen. Alleine oder? Alle, also Gruppe. Okay. Report.
Bist du hier? Oh, fick mein Leben! Warte, ganz kurz. I'm behind you. Okay, also raus, ja. Fick dich, bleib da hinten. Verpiss dich. Also ein Onryo, ja? Ein Oreo. Onryo, Geister, Onryo, was macht der? Was habt ihr jetzt? EMF ist raus, gell? Du musst nur Gefriertemperaturen, Geisterbox und Geisterorb ankreuzen. Der zornige Geist, bla 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 bla. Bedroht wird Geist dieser Jagd weniger gerne. Das Auslesen einer Flamme kann Onryo zum Angriff anlassen. Jo. Ja, also wenn das jetzt kein Onryo war, also dann ist das Spiel verbuggt, also. Ja, das liegt auf jeden Fall am Spiel. Ah, jetzt ist die Kerze auch abgehakt. Ja, ja, ich weiß, die ging eben, als ihr aus dem Ecke rausgelaufen seid. Okay. Ja, dann Abfahrt, oder? Könnte halt immer noch Mimik sein, aber wir probieren es einfach mal. Ja, stimmt. Ja. Scheiße. Wie kriegt man den ran? Geisterbox, Fingerabdrücke und Gefrier, aber Fingerabdrücke... Ja, Fingerabdrücke habe ich keine gefunden. Okay, dann sollte das safe sein. Und der hat ja ganz sicher Sachen angefasst. Das war's doch eine Banshee. Schuld der Beist. Yay. 65 ja. Dollar, wow. Was? Ja, weil wir alle Aufgaben erfüllt haben, ist so gut. Freigeschaltet Schallsensor, freigeschaltet Parabolmikrofon. So, wieder alle Sachen hinzufügen, die ich so rum in der Tasche hatte. Jetzt sind wir im Sanatorium, oder? Sanatorium. Tatsächlich die größte Map, glaube ich, die es gibt. Ja, ja. Bist du da einen Raum gefunden hast, wo Aktivität ist, bist schon tot, ja. 100% höher. Ja, mit 111 Zimmern ist es das größte Gebäude im Spiel. Nimm auch nochmal die Karte vom Anfang. Ich war anders. Edge, genau, glaube ich. Ja gut, dann. Wollen wir nochmal die Haare machen auf dem einen Foto? Machst du auch. Ich hab ja auch alles. Und Stefanie? Ich komm. Jo. Ja, mal kurz pissen. Tipp, weitere Informationen kannst du im Journal durchlesen, das drücken wir. EMF, Taschenlampe. Ja, nämlich Temperatursensor. Okay, du bist der für diesen Geist, wenn ich dich messe. Kein Corona. Nein, auch kein Corona. Schieß ein Foto vom Geist. Oh ja. Wo, Fotoband? Taschenlampe wäre auch ganz geil. So. Finde mit dem EMF-Messgerät Beweise für das Unwidertönliche. Bla 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 bla. Marie Roades. Oder Rhodes? Oder Rhodes? Ich weiß nicht, ob das Südstaaten-Englisch ist oder. Roades. Das ist Deutsch-Englisch, ist das. Oder vielleicht Französisch. Marie Roades. Ah ne, das ist mehr Spanisch. Nur zu kurz. Also die antwortet nur Personen, die alleine sind, okay. Französisch wäre es Marie Roll. Wahrscheinlich, genau. Wie schreibt man das? Genauso wie das gesprochen wird. Kein Franzose jemals. Wie macht man diese beschissene Tür hier auf? Alter 4. Ah, okay, ich hab's gefunden. Oh, allein dieses Türgeräusch. Also, als willst du hier vom Dungeon Keeper das Tor persönlich aufmachen. Haben wir noch irgendwas? Ah, der hat auch Schlüssel. Du hast eine UV-Lampe? Ne, ich hab das EMF und die Fotoapparat. Dann nehme ich eine UV-Lampe mit. Kannst du Schlüssel noch mitnehmen? Ja, hab ich schon. Die benutze ich jetzt und nicht mit G, okay. Also jetzt habe ich die Lampe weggeschmissen. Linksklick, F, G oder E? Ah, mit Linksklick. Immer fünfmal Linksklick drauf gemacht, jetzt wo ich die Taschenlampe weggeschmissen habe. Scheiße, wo liegt die? Habe ich jetzt ins Mauerwerk geworfen, hier, also. Moin, Marie Roades. Habt ihr Temperaturgeräte? Hallo, Marie Roades. Marie Roades.
Mary Rhodes. Das war auf dem Klavier ausgerastet. Das Usa-Brett ist gar nicht da, was hier mal lag. Das ist zufallsgeneriert. Mary Rhodes, did you occupy the... Oh, ich hab's nicht aufgedreht. Ja. Also können wir abstimmen, dass Stefan die Geisterbox nicht benutzt? Ich hab die Geisterbox auch gar nicht. Ich hab das EMF. Also es liegt so auf, guck. Ich hab das EMF im Fotoapparat. Ich will die nur... Ich hab alles probiert, aber die Geisterbox funktioniert irgendwie nicht. Du hast... Ich weiß auch nicht, der Geist versteht mich irgendwie nicht. Also... Okay. Oh, hier oben ist eine Tür offen. Ich will hier nicht rein. Was ist denn dieser Perfekte? Ich bin auf dem Dachboden jetzt, ne? Ich fürchte es. Gibt doch gar keinen Dachboden hier. Wo ist denn hier ein Dachboden? Ich höre Musik. Das ist halt eh besser schon wieder. Also, im Keller war es nicht, oder was? Hier irgendwas atmen. Dann geh ich halt mal raus und guck, wo das ist. Murray Rhodes. Wer ist denn gerade im Erdgeschoss? Ich. Ja, okay, dann jetzt geradeaus. Geradeaus. Jetzt rechts abbiegen. Durch die Tür da. Ja. Hinten an der Wand, ja, da ist der Stromkasten. Achso, okay. Thank you for nothing. Mary Rhodes. Mary Rhodes. Das war wahrlich. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht eben. Mary Rhodes. Okay. Wenn African Jesus noch zugucken würde, der würde uns bestimmt sagen können, wenn man das ausspricht. Kannst du mal in Lautschrift schreiben? Ich hab's. Okay, du hast auch ein Clickbot, oder? Rapid Fire Button an der Maus. Okay, ja, jetzt ist es wieder an, okay. Oh Gott! Warte, wollt ihr mal ein bisschen Disco haben, ja? Ja, mach mal. Warte, ich muss runterkommen, ich höre das irgendwie nicht. Mach mal rein. Alter! Das geht doch beim Fernseher, warte. Oh, und wieder glaube ich kaputt, ja. Mach wieder an, die Flitsche. Ich will das Programm gucken, das ist interessant. Okay. Das ist Verschwörungs-TV. Ach, du sollst uns sagen, wie man... Warte, ich zeig dir den Namen. Kannst du mich erst mal kurz raus auf den LKW. Im Fernsehen laufen nämlich gerade die Originalaufnahmen von Gehirnströmen von Verschwörungstheoretikern. Hier, den Namen... Marie Rhodes oder Mary Rhodes oder... Lana Rhodes, ja. Wie man... Sagen wir uns mal, wie man das ausspricht, bitte. Mach das einfach mit Lautschrift. Oh, ich will das Licht aus. Oh, Licht. Ja, Temperatur ist ja alles. Sehr geehrte Damen und Herren, Gleis 3, Gleis 3. In dem Zimmer wird es ja mal mit 12 Grad ein bisschen kälter, okay. Gleis 3, ich will. Gleis 3. Also, ich habe auf jeden Fall nichts mit EMF, aber rein gar nichts, Alter. Ich glaube, jetzt klären wir scheißegal. Mary Rhodes. Alter. Wenn ich ein Geister würde, ich würde die Auto flüchten. Ich habe mal gelesen, wenn du Angst hast, dann greifen wir den. Oh mein Gott, sie nervig. Anfangen zu wichsen. Kein Geist will das sehen. Also, wer macht das Licht wieder an? Ja, Stefan ist unten, ne? Ich bin im Keller, ja, aber da hast du gar keine Sicherung. User joined your channel. Mary Rhodes. Gruß geht raus an African Jesus. Mari Radas. Ich hoffe, ich mach das richtig. Wo ist denn hier der... Oh, hier das war doch in der Garage. Hier im Klo, waren es im 9 Grad. Mari Radas. 9 Grad auf dem Klo, das ist ja schon suspicious. Junge, da kannst du deine Miete kürzen.
Welches Klo denn? Warum hat dieses Haus so viele Toiletten? Das sieht ja einfach nichts. Das hier hinten. Mittlerweile ist ja auch wieder 15, 14 Grad drin. 40 Grad? 10 Grad. Vielleicht müssen wir uns alle vor den Kamin hocken, die filtern da raus oder so. Hallo! Habt ihr das Buch schon rausgelegt? Hat irgendwas gesprochen? Was? Ich hat irgendwas gesprochen? Ich, ja. Nein, ich war geflüstert, so ekelhaft. Du hier? Ich höre es euch, mir gerade irgendwas ins Ohr geflüstert hier. Je länger das S am Ende gezogen wird, desto authentischer. Authentisch leer. Marie Ruades. Oh, ist wieder Strom aus. Mach mal Licht an, Stefan. Er ist leider nicht, wo der Sicherungskasten ist. Der ist in der Garage nach wie vor. Finde mit dem EMF-Messgerät Beweise für das Übernatürliche. Junge, ich laufe die ganze Zeit mit dem Scheiß hier rum. Ich hab's auf die Heizung gelegt übrigens. Rumläuft. Ich nehme jetzt mal das Opting mit, den Bewegungssensor. Dann provoziere ich hier mal die Scheiße aus der Haus. Mal gucken, wie warm es hier ist. Oh, minus 11 Grad. Okay. Okay. Keller, ja. Keller? Keller, ja. Dann ab in den Keller, alles in den Keller. Chill, chill, chill. Temperaturen anhalten, Zeug für dich. Gucken, ob der Fingerabdrücke sind. Den Dots nehme ich mit. Ich hab keinen Platz drauf in den Dots. Ja, minus 10 Grad im Keller, ja. Im Raum vom Keller oder hier drin? Hier im Abgang schon, ja. Im Raum selbst sind es minus 5. Minus 10 hier hinten in der Ecke. Bist du hier? Marie Ruades. Ey, Ombre, du sprichst nicht meine Sprache. Ob du hier bist, hab ich gefragt. Mach dir deine Protzen geisterschuldig für dich, Dreckschäfe. Tja, ich hab schon authentisch getischlert, Alter. Da bist du nur mit der Raschel und Krischbogen gelaufen. Dann bringen wir jetzt mal die ganze Scheiße hier runter. Die Abdrücke sind ja keine. Alter, was glaubst du, dass der Kühlschrank gekauft? Du kannst Thermometer immer hier hinlegen, kannst du wieder ablesen dann. Ja, ja, ich werf das EMF auch mal hier oben drauf. Bist du hier? Achso, okay. Holst du die Kamera? Ja. Können wir so aufstellen, dass die. Da knarzt eine Diele, aber Alter, vom Allerfeinsten, ey. Tja, da knarzt die Diele nicht. Ja. Was ist denn noch als Aufgabe? Bestimmt Kerzen und so ein Scheiß, ne? Nee, EMF-Messgerät, schieß ein Foto vom Geist, werde Zeuge eines Geisterereignisses. Also Aufgabe 2 und 3 können wir im Prinzip in einem abhaken und finden Aufgabe 4 müsste das Ding scheißig mal ausschlagen. Geisterbuch hat schon einer? Nö. War ja gerade einer im Flur, der sich geflackert hat. Okay. Hm. Hier hat eben nicht geflackert. Hat jetzt nicht dabei geflackert, dö. Wer von euch läuft gerade mit der Kamera rum? Ich. Soll ich denn die Kamera hinstellen? Hier vorne oder was? So, dass man Dots aussieht, ja. Wo? Oh, das sieht gut aus. Oder hinten in die Ecke vom Raum. Also hier so, so vielleicht hier dazwischen? Ne, ja, ganz hinten, also so in die Ecke so. Jetzt sehe ich, warte, nee. Jetzt habe ich deine Nase gesehen. Jetzt sehe ich gar nichts, jetzt sehe ich. Ja, das sieht gut aus. Ich denke, das ist gut. Was Licht aus? Bist du hier? Oh, Taschenlampe aus. Wie sieht die Geisteraktivität aus? Null. Wir hatten hier Bewegungsmelder. Achso, den hab ich, glaube ich. Ja, den hab ich. Wohin? Auch unter das? Ja, auch neben das. Ja. Also bis jetzt haben wir noch Minustemperaturen, gut. Oh, den hängt.
schön hier. Ja. Boah, man sieht nichts. Müsste, glaube ich, weiter reizen, ja. Und die ist ja echt tief entspannt, die Alte. Ja, weil wir keinen Namen richtig aussprechen können, wahrscheinlich. Ja. Marie Roades. Marie Roades. Oh, sie ist in solchen Bewegungsmelder gerannt. Durch Bewegungsmelder gerannt. Roads. Orbs. Orbs? Ja. Da keine Orbs. Das siehst du nur mit Nachtsicht. Ich hab gerade eben welche gesehen. Die Kamera hier oben. Oder war das, was war das gerade? Irgendwas hat hier rot geleuchtet kurz. War das die Lampe? Aber jetzt kann man den Dots noch weiter beobachten. Hört ihr mir zu? Da hat irgendwas rot geleuchtet. Ja, und jetzt? Ja, warum leuchtet das da auf einmal rot hier am Eingang hier oben? Grafikfehler. Wahrscheinlich. So, was können wir noch an Equipment runterschmeißen? Also Dots auf jeden Fall, ja. Dots Projektor, oder was? Ja. Geisterorbs auch? Nee, nicht Dots, Geisterorb, Entschuldigung. Okay. Also so, Geisterorbs und Gefriertemperaturen haben wir, sonst haben wir gar nichts, gell? Ja. Das Nachtsicht aber auslassen, weil es ist das trotzdem. Der jagt. Was? Beim Jagen. Versteck dich dort. Ja, die ist unten im Keller, ich sehe sie. Ich hab sie durch das Dots gesehen, also ich hab sie gesehen, ohne dass die Nachtsicht an ist von der Kamera. Liegt das jetzt am Dots oder nicht? Ich hab dich versteckt. Und der ist im Wohnzimmer. Okay, er hat aufgehört zu jagen. Hast sie ohne Nachtsicht durch das Dots laufen sehen? Ja, ohne diesen Graufilter, der da drauf ist, also Nachtsicht-Modus-mäßig. Ich hab die auf jeden Fall gesehen, so ein bisschen. Okay, das muss jetzt aber nicht das Dots gewesen sein. Weil wenn die am Jagen ist, siehst du sie ja sowieso. Unten mal das Licht anmachen. Fixer. Du bist ein Spasti, ey. Geht um dich drum. Das zu. Die ist da. Ja, versteck dich. Wo? Ich liebe dich. Die kommt gerade aus dem Keller hoch. Ja. Ich versuche ein Foto zu machen wenigstens. Ja, ich sehe sie. Ich hoffe, es hat geklappt mit dem Foto, sie hat nicht. Danke dann. Ja, das ist ein ultraschlechtes Versteck gewesen, ne? Ja, wo soll ich mich denn hier verstecken? Ich bin im Wohnzimmer. Oben? Ja, du bist so lustig, die kommt aus dem Keller da hoch gerade. Wieso hast du nicht einfach die scheiß Tür offen gelassen, du Pisser? Aber hat das mit dem Foto geklappt? Keine Ahnung. Schieß ein Foto von. Verfickte Scheiße, ich hab abgedrückt, 100%. EMF. Ja, EMF ist auch abgehakt schon mittlerweile. Foto hat nicht geklappt. Ich hab EMF 4. War nicht 5. Ja, aber trotzdem abgehakt schon, ja. Verstehst du dich im Schrank oder was? Ja. Okay, was brauchen wir jetzt da für Dinger hier? Ein
Keller, oder? Ja. Irgendwas müssen wir jetzt mal langsam finden hier, ey. Ja, hier sind. Hier ist Treib in das Buch. Hier ist Qualm hinten gerade gekommen, aber das hat ja nichts zu heißen. Ja, alles gut. Bist du hier? Könnt ihr mich irgendwie hören? Willst du mit der scheiß Farbdose da hinten, ja? Motherfucker. Üb da rum. Lauf. Ich glaube, das war die EMF5, oder? Ich denke auch, ja. Wie das eskaliert ist? Ja. Liegt das denn hier unten? Nee, kann nicht sein. Ja, kann EMF sein. Dann ist mit alles weg, ja. Hat ihr auf dort schon einer gesehen? Ja, nee. Nee. Was habt ihr denn jetzt? EMF Level 5 haben wir gar nichts, Dots haben wir nichts, Fingerabdrücke haben wir nichts, Geisterbuch haben wir nichts, Geisterbox haben wir nichts, gell? Ich weiß nicht, was das mit der Geisterbox eben war. Die Geisterbox ist voll eskaliert. Aber sie hat halt lokal geredet mit uns beiden. Ja. Wir haben so ein Lied gesungen, ne? Ja, dann hat das, glaube ich, nichts mit der Geisterbox zu tun. Also sie hat nicht über Funk gesprochen, oder was? Nee, die hat einfach lokal gequatscht. Ich glaube, wir müssen das ganze Gerümpel mal in das Nebenzimmer da reinschmeißen. Aber wir sollten vielleicht vorher jemals eine Pille fressen. Ah, ja. Machen wir das jetzt mit F oder was? Nee, muss das wegwerfen. Oh Gott. Eigentlich können wir uns bei reinballern, sind wir wieder topfit. Ah, das bleibt doch von selbst, oder? Ich bleib jetzt so. Oh, wieder cool. Das regt mich auf mit dem Foto. Bist du hier? Ich hab 100% schon geschossen von der. Hab's gesehen, ja, im Stream. Wo bist du? Aber sie war halt nicht zu sehen, ne? Doch, die lief da vorne, du hast sie doch oh gesehen. Oh Gott, Geisterbox. Okay. Er hat nur allein geantwortet, okay. Ja, dann ist ein Onryo ja schon wieder. Ja, ein Onryo. Was? Nee, Revenant, ne? Ach, Geisterbox. Sooner the Revenant comes to bring us Shogi and Tier. Geisterbox, Geisterorb, Gefriertemperaturen. Komm ich auf Onryo. Ja. Stefan, du hast auch? Ich hab Onryo angehakt, ja. Pass mal auf. Dass es relevant wäre, weil ich in seiner Welt jetzt gerade abhängen habe. Geld kriegst du ja trotzdem. Oh, so viel. Ich weiß, Krepe. Mach dir deine protzigen Schuhe nicht dreckig, Krepe. 149 Dollar, Alter. What the fuck? Echt? Ja, Mann. Ich glaube, das war die Versicherung. Ja, das war die Versicherung. Du abgenippelt bist. Im Licht verbracht 7 Minuten, im Dunkeln verbracht 7 Minuten, im Geisterraum verbracht 2 Minuten, Gesamtzeit 13 Minuten. Bus verbracht 50 Minuten. Nein, null, du Wichser. Ich habe genauso viel im Licht verbracht wie im Dunkeln. Wahrscheinlich sogar noch mehr als ihr. Wie lange habt ihr im Dunkeln? 7 Minuten und 7 Sekunden. 7 Minuten und 7 Sekunden? Ich habe 7 Minuten 49. Wenn du zu blöd bist, einen Lichtschalter zu benutzen. Nee, weil ich es richtig machen. Wenn ihr die Angstschisser seid, nicht ich. Ich habe okay, zwei Geisterjagden, ne? Also die Ausrüstung, die ich im Mann getragen habe, die ist jetzt weg. Die ist immer weg. Eine Taschenlampe. Wir brauchen starke Taschenlampen, zwei Stück. Ich kaufe die jetzt. Bist du wieder pleite? Bitte? Da bist du wieder pleite. Wie viel Geld hast du denn? 1890. Junge, seh zu, dass du die Scheiße kaufst. Ich geh jetzt an der Rocht. Bis gleich. So, was haben wir jetzt nicht? Wir haben Geisterbuch, Geisterbox, EMF, Dots, Kamera. Wir haben kein Temperaturding, oder? Ne, Thermometer doch haben wir. Kerze fehlt noch. Kerze, ja, was ich kaufe. Salzhammer. Kerze kaufen. Haben wir Sanity-Pillen? 3 Stück, ja. Okay.
Danke, ja. Ich spiele jetzt mal eine schwarze Frau, der werde da nichts tun. Außer zum Nazi. Ach so. So, hat mir das Willow Sweethouse schon, keine Ahnung. I don't know. Hallo. Hallo. Weit. Hallo. Authentische Tischlet, Alter. Ja. Was sein? Schieße ein Foto vom Geist, verwende das Kruzifix, um den Geist an der Jagd zu hindern. Lasse einen Geist durch Salz wandern. Bla bla. Kevin Rook heißt er. Allein oder in Gruppen. Und hab's EMF. Wer hat Salz? Fieberthermometer. Ich hab Salz. So, dann tun wir erstmal das Haus checken. Hier links und dann. Hat Gräserbox. Ach, das hier war das. Ja, das aussieht wie ein Poltergeist. Film. Kevin Rook, kannst du mich hören? Kevin Rook. Kevin Rook. Kevin Rook. Frag den Namen doch noch, mach mal. Ja, ich sag dir so oft, bis er antwortet. Kevin Rook. Are you fucking here? Ich hab schon Ausschlag. Ich brauch schon Ausschlag. Ist nicht mehr. Kann ich schon den perfekten Raum? Was hab ich? Kevin Rook, bist du hier? Hier ist EMF. Ja, Licht ist aus. Strom aus. Kevin Rook, bist du hier? Ja. Ah, Kevin sagt bitte Folge mit manchen wieder vergessen. Ey, shit. Moment. Oh, hier 5. 5. 5. 5. 5. 5.
schon wieder eingeschissen und vergessen, das Vollbild zu machen. 9 Grad, 7 Grad. Mach mal das Fünfer. Kevin, sag bitte Vollbild machen, gell? Grad. Kevin Rück, bist du hier? Hol mal den Dots. Hol mal den Dots, ich häng mal das Bewegungsmelder-Dings bei uns. Oh, dieser Fernseher, Junge. Hallo, das ist Testbild, das muss so. So nicht fertig als Fernbedienung. Ja, damit kommt bestimmt raus irgendwo ein Büschel geschmiert. Ja, die Scheiße endlich mein Ende nimmt. Was kommt denn? Vielleicht muss man den Geist. Kevin Rook. Kevin Rook. Kevin Rook. Kevin Rook. Kevin Rook. Kevin Rook. Kevin the Rock Johnson. Kevin Rook. Der Bewegungsmelder hat gerade ausgelöst, obwohl keiner von euch und wieder ausgelöst, ja. Aber ist keiner von euch da. Bewegungsmelder wieder ausgelöst. Ja, wir sind alle Bus. Ne, wir sind nicht alle Bus, ich schlafe drum rum, aber das war ich. Jetzt nicht. Hat Stefan ausgelöst. Ja, so. Das war ich, ja. Jetzt ist der Geist wieder hinter dir. Ja, fick dich. Jetzt ist der Geist wieder hinter dir. Abfahrt. Los, mach die Karre startklar! Also es wird irgendwo in diesem Hausflur, wird da vorne sein, okay. Ja. Jupp, der hat wieder ausgelöst. Da kann man eigentlich die Kamera... Achso, das tut schon einer, okay. Expiritus Sancti. Das ist Ruhe, keine Aktivität. Bewegungsmelder das auch euch. Okay, Kamera passt, ja. Weiß nicht, Stefan ja, blickt da drum, hört an, als würde der gerade das Pentagon hacken. Mit dem Kruzifix in der Hand. Expiritus Sancti. Gar kein Ü auf der Tastatur, ist das denn für ein Scheiß? Bewegungsmelder wird ausgelöst. Wo ist die Kamera hingestellt? Was filmt die denn da? In den Flur da rein, ne? Ist der schon durch Salz gelaufen? Ich so gucken wir jetzt zu dritt auf diesen Monitor. Was du kannst, können wir auch. So ich, dann stand hier zuerst. Ich mache nicht schnell den Fotoapparat mit. Ah ne, ich hab keine Hand mehr frei. Na gut, probier's nochmal mit der Geisterbox. Ja, der Dot hängt auf jeden Fall da hinten. Okay. Ich wollte nur das Licht da drin ausschalten. Hello there, creatures of my nightmare. The shadow on the background of the moor. Kevin Rook, kannst du mich hören? Ja, noch 4, 3, 2, 1, 0, jetzt der Kuschelmodus rum. Ja. Wieso? Ach, Kuschelmodus, ach so, das bedeutet die Uhr im Bus? Ja. Ja. So lange rastet er nicht aus. Ach so, dann probier ich's jetzt mal. Kevin Rook, Kevin Rook, Kevin ja, Rook. Ich bin raus. Kevin Rook. Ich beobachte schon, keine Kevin Angst. Kevin Rück. Der Sensor da noch an, ne? Ja. Ja. Der macht weiter. Katze ist provoziert mich schon wieder. Kevin Rook. Kevin Rook. Komm mit dem. Kevin Rogue. Mit dem PDBS-Sensor nochmal rein. Was ist denn für ein Sensor? Werf den das einfach hin, ne? Ich hol mal das Malbüro-Phone, ne? Ich hab die Spiritbox in meiner Hand. Nee, ich wollte das andere, das... EMF, oder was? Parabellum-Telefon. Achso. Es gibt eine Treppe nach unten, aber ich hab irgendwie so gar keinen Turn, da runter zu laufen. Ich bin ganz ehrlich. Ja. Was steht da? Da ist der Buch, kann man ja auch... hinlegen. Der Killer ist auch nicht Where are rein. You? Wo bist du?
Bei dem Keller, ja. Si, si, señoras. Ja, ich wollte mal gucken, was hier abgeht, aber... Take a chance to win some cool gardening and home improvement stuff. Seite 44. Schreib in das Buch. Schreib in das Buch. Bewohner. Wo war das Sicherungskasten? Kevin. Ja. Okay, ich gucke. Warum ich freiwillig ganz alleine nach draußen, um nachzugucken, wo er ist. Ja, ich trau mich jetzt auch ganz alleine in den Bus. Hier, ich leg den, die Geisterbox mal auf die Kommode, links vom Eingang. Ja, wir haben eine 4er Aktivität und einen Bewegungsmelder, der die ganze Zeit auslöst. Und der Sicherungskasten ist tatsächlich im Keller, ja. Wenn man die Treppe runterkommt, links abbiegen, ja. Schreib in das Buch. Und der Bewegungsmelder hat wieder ausgelöst. Boah, hier knarzt irgendwas. Rum ist an. Aber durch den durch Salz läuft er nicht. Nee. Vielleicht ist es ein Gespenst. Aber man muss einen Geist durch Salz laufen lassen, also wird der irgendwann durchlaufen, ja. Ja. Achso, ja. Vielleicht müssen wir einfach noch mehr Salz erteilen. Was haben wir denn für Temperature Zero, Alter? Alter, auf das Silikon gibt es 25 Jahre Garantie auf die Haltbarkeit. Nee, ist Acryl. Hallo, Geist, bist du hier? Er müsste da sein, weil er Bewegungsmelder hat ausgelöst, obwohl du gerade nicht da warst. Ja. Ach ja. Cool. Aber ich sehe keinen Orbs und auch nichts in diesem Dot-Sensor da. Hast du auf Nachtsicht umgeschaltet, weil sonst siehst du die Orbs eh nicht. Ist auf mehr Stunden umgeschaltet? Oder? Ja, ich wechsle ab und zu mal hin und her, ja. Hier ist wieder Bewegungsmelder. Wenn es auch wieder so nicht in den Keller runtergeht, da bin ich nicht gerade. Nix im Dot, also der sieht den nicht, ja. Der hat gerade die Kellertür zugemacht. Fick dich! Ich bin im Keller, du Wichser. Bewegungsmelder. Mama! Schüssel! Ja, ich sehe das in Bild runtergefallen, in der Küche Bild runtergefallen. Hier. Wo? Hinter dir. Das da, ja. Das ist auf den Tisch runtergerutscht, ja, das Bild. Ja, ich liege auf dem Tisch. Das ist Kunst. Immer noch nichts im Dot-Sensor. Oh mein Gott, er kommt, Ficky. Oh, ich bin gerade noch rausgerannt. Alter, Ficky. Schon vorbei, ja. Mama, ich will aus. Da sind keine Orbs da, also weder Orbs noch Dot-Sensor jetzt während der Jagd. Ja, er war aber weiter hier hinten, nicht da vorne im Raum. Ich glaube, wir müssen eher in die Küche. Oh, er ist durchs Salz gewandert. Wir haben gerade die Aufgabe geschafft. Kruzifix, scheiße, ich hätte das Kruzifix ziehen sollen. Okay, gucken, wo das Salz war und dann ziehen wir dahin um. Ja. Zieh mir dahin um. Wo ist der Schaltkasten nochmal gewesen? Keller links. Okay. Ja, dann stelle ich die Kamera. Ich bin so voll mit. Bin doch da. Kevin, bist du hier? Ja, ach so, das ist an, ihr habt es sicher davon ausgemacht.
Bild die Kamera. Junge, die hat Sky Blue Mattfarbe von Mumulux. Mumulux. Bist du hier? Wieder keinen Bock zu reden, ne? Expeditus Sancti. Omnibus Laternicus Caputus. Bewegungsmelder hängt jetzt wo? Siehst du, was du so komisch in die Küche rein, okay. Ja. Kannst du auf die Ecke machen? Ja, der war ja vor, oder? Ja, der war eine weiter hinten. Kifko, bist du hier oder? Null Aktivität. Keine Orbs. Immer noch keine Dots. Kevin Rook. Kannst du mich hören? Jetzt sehe ich nichts mehr. Achso, Entschuldigung. Also bis jetzt nur das EMF. Geisteraktivität war eben hoch, jetzt ist wieder runter. Immer noch keine Dots-Bewegungsmelder ausgelöst. Kevin Rook. Gerade in die Tür angefasst hier, oder? Ja. Hier eine UV-Lampe dabei? Ja, irgendeiner zu. Nee, ich hab's ja nicht. Ich hab's so. Wo ist der denn an der Tür hier dran? Ja, der ist hier in der Badezimmertür dran. Ah, die bewegt sich doch gar nicht. Der hat sich abspielen. Ich lass uns mal ein Bad ein. Ist jetzt die Frage, weil der Dot-Sensor. Okay, Fingerabdrücke. Der Dot-Sensor, der hängt ja mit im Bewegungsmelder. Wenn es der Bewegungsmelder auslöst, man aber nichts bei den Dots sieht, dann kann man das ja ausschließen. Dann ist der eigentlich raus, ja. Ja. Also Dots raus, Fingerabdrücke rein. Sonst noch irgendwas? Nee. Orbs hast du ja auch noch keine gesehen. Gefriertemperatur, hatten wir überhaupt ein Thermometer dabei? Ja, da gucke ich schon die ganze Zeit, aber ich komme nur so auf 8 Grad oder 7 Grad. Das Geisterbuch liegt da drin auch irgendwo rum, oder? Dann kann man mal umlegen. Ja, das liegt auch hier. Auf dem Tisch. Ah, habt ihr schon? Nee. Ich hab keine Hand mehr frei. Ich schläg auch mal hier den. Auf dem Tisch ist ja in Ordnung, da passt das. Ja. Brauchst du dich so tief zu bücken oder was? War noch irgendwas im Auto? Bist du hier? Rede mit mir. Darf ich dich fragen? Wir hätten die zweite Kamera einstellen. Ein Schiff, die ist wahrscheinlich. Ist jemand mit mir? Ist jemand mit mir? Oha. Ja, es ist so, keine Ahnung. Mhm. Wartest du? Bist du der Einzige hier? Ich will aber kein Radio weg einstellen. Bist du alleine? Gib uns ein Zeichen. Gibt es Geister? Was erwartest du eigentlich für eine Antwort? Bewege diese Tür. Bewege diese Tür. Öffne diese Tür. Öffne diese Tür. Öffne eine Tür. Öffne eine Tür.
Sag mal, Motherfucker, kannst du überhaupt irgendwas? Kann die Schubladen öffnen? gleich fliegt die Sicherung, da ist jetzt Schrei wieder groß. Junge, was ist das für ein apathischer Drecksgeist? Apathischer Drecksgeist, Alter. Oha. Jetzt haben wir nur noch Jin, Mai Ling und Bukake übrig. Jin, Mai Ling und Bukake. Wieso? Was hast du rausgemacht? Den Dot-Sensor habe ich rausgestrichen, weil der definitiv nicht auslöst. Ja, den Dots-Projekt habe ich rausgestrichen. Fingerabdrücke habe ich reingenommen. Was steht? Und EMF, das allererste. Auch rausgestrichen mal rein. Moment, bei dem. Obake. Also. Bei der Interaktion mit der Umgebung hinterlässt ein Obake selten eine Spur. Manchmal verwandelt sich dieser Geist und lässt einzigartige Spuren. Okay. Nee, nicht wirklich. Gestaltwandler, der viele Formen annehmen kann. Steht an dem Pinwort, spricht der Geist auch in Gruppen? Ja, in Gruppen und allein. Hello. Was für ein... Hier rechts. Allein oder in Gruppen steht da. Kevin Rogue. Wie lange bist du schon tot? Mein Ling, was kann der? Boah, Digga, lass die Tür in Ruhe, ich sag's dir. Ich hab meine Influencer-Kamera dabei. Was geht, Leute? Stefan am Start. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass er uns sagen will, dass wir in den Keller gehen sollen. Ja, ich bin da die ganze Zeit, Alter. Was ist eigentlich diese Beschreibung von Mai Ling? Ein Mai Ling ist ein sehr laut, starker und aktiver Geist. Das heißt, dass sie bei der Jagd auf ihre Beute besonders leise sind. Ja, ich sag doch, jede Beschreibung von irgendwelchen Geistern ist jedes Mal widersprüchlich. Da steht immer, es macht Sache A und niemals Sache B, aber es macht Sache B und niemals Sache A. Ja, aber Jagd ist was anderes, wie wenn er eine Versuchung spukt. Ja, ja, aber es ist halt immer, wenn die jagen, machen sie exakt das Gegenteil von dem, was sie eigentlich, für was sie stehen. Dann haben wir noch einen Djinn als letzten. Was macht ein Djinn? Bewegt sich schneller, wenn sein Opfer weit weg ist. Ja, dem Ort seiner Stromquelle. Was? Dem Ort seine Stromquelle zu entziehen, hindert den Djinn am Nutzen seiner Fähigkeiten. Was? Diesen territorialer Geist. Elektrogeister. Oh, der fummelt immer an dieser Tür rum. Was geht nicht? Hallo? Welche Tür? Hier, diese Kellertür, das geht die ganze Zeit in alle zwei Minuten wurschtelt hier so in der Tür rum. Aber bis jetzt immer nur an diesem an dieser Stelle, ne? Ja. Ich setz mal den Orb-Dingsbums um. Schmeiß mal das EMF jetzt genau. Aha. 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 Kurz eskaliert. So, Orb-Dings umgestellt, die Kamera stelle ich auch mal um. Mhm. Siehst du mit der Kamera die Kellertür und den Dot? Jupp. Check. Bist du hier? Kevin. Kannst du mir eine scheiß Antwort geben? Kevin, wo bist du? Wo bist du? Wer bist du? Warum bist du? Wieso bist du? Angst, Hilfe, ich habe Angst. Lauf, Hilfe, ich habe Angst. Oh. Das bin ich mit dem Licht. Können wir jetzt auch noch diese Orbs rausstreichen? Oh, der ist hier. Fick mein Leben! Wo war der? Alter, direkt da. Boah, macht der ekelhafte Geräusche. Alter, das hab ich noch nie gehört im Spiel, ne? Ah, die Kellertür geht gerade zu. Okay. Aber es sind keine Orbs und kein Dots. So, wir hatten die zweite Kamera. Hier war Nebel, hier ist Nebel irgendwie. Wow! Ja. EMF hier. Lauf. Oh Gott, jetzt habe ich ein Bild gemacht, weil die Katze mich erschreckt hat. Der hat die Tür zu. Ich krieg die Tür nicht mehr auf.
Meine Kamera ist leer. Wo ist mein Kruzifix da? Ja, Kruzifix draufhalten. Gott, Alter, die Katze schreckt mich die ganze Zeit, ey. Boom. Fick mich. Hallo, renn doch nicht weg, du Pisser. Alter, diese Geräusche habe ich noch nie gehört im Spiel. Alter. Ich hab zum so ein hab ich gehört, aber mir auch nicht. Boah, es war so laut in meinem Ohr, das, als hätte mir einer im echten Leben gerade ins Ohr gebrüllt. Dann so ein. Ich würde jetzt tatsächlich auf Jin und Mai Ling einkreizen, weil Geisterorbs keinen da sind. Okay, was bleibt bei Jin und Mai Ling übrig? Moment. Jin, EMF Level 5, Fingerabdrücke, Gefriertemperaturen. Genau, Gefriertemperatur oder Geisterbuch. Eins von beiden entscheidet. Okay, ich hatte tatsächlich keine Minustemperaturen. Leg das Geisterbuch mal vor die Kellertreppe, aber... Hab ich schon. Ja. Nö, ich hatte nicht reingeschrieben. Was war das andere? Gefriertemperaturen? Wer hat das denn? Ja, heute? Ich hab's. Aber ich komme immer nur auf 3 oder sowas. Ich komme nicht im Minusbereich. Meine Fresse. Kevin, wo bist du? Wie ist denn unsere Sanity, Don? Bist du noch im Bus? Moment, ich kann nicht kurz zurückgehen. Deine ist auf 7%, wird rauskommen, mal Pillen schlucken. Meine? Ja, 37, 38. Oh, das geht ja noch. Und der Bus geht hier nicht so runter, ne? Sehe hier nix. Aber glaube ich knicken. Ist ein Foto, verwende das Kruzifix. Ja, ja, okay. Ja, aber wenn er auch Geisterbuch und das andere nicht hat, ja, dann. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht der Spot da. Das ist irgendwie. Lass ich die Geisterorbs nochmal drin und den Dots auch nochmal. Also noch leer, ja. Dann haben wir auch noch den Gorio und den Obake drin. Ja. Dann stellen wir. Ja. Dann beobachtet jetzt Stefan mal die Kamera oder was? Der Shifty isst noch eine Packung Pillen. Ich gehe mit rein und wir stellen das mal, wir suchen mal im Keller, ob da auch noch irgendwie Ausschläge sind mit EMF und Temperatur. Warte mal, dann nimm das Kruzifix mit, weil da kannst du nämlich vielleicht das vorhalten. Meine Kamera hat leider keine Fotos mehr. Wir hatten die zweite Shifty, oder was? Ne. Ne? Okay, da hat man nur die eine. Ich habe auf jeden Fall brauchbare Fotos gemacht. Von deinem Penis? Auch das, ja. 4 Grad. Aber ich komme nicht auf Minus. Und unten im Keller? Ich nehme mal den. Oh, komm, heb das Ding nochmal auf, Mann. So. 15, 18. Ein Ausschlag im EMF. Ja, das ist oben. Obergeschoss gibt's ja nicht, oder? Na gut, der spielt ja auch an der Kellertreppe rum, also das wird ja da sein. Ja. Aber hier habe ich über 19, 18. Nichts mit dem EMF. 0, 0. Ja, ich kann's vergessen. Es muss. Irgendwie ist es da oben, ja. Er hat ins Buch geschrieben. Oh, was okay. Da? Ja, da ist nur noch mein Link. Oh, dieses Rennen, so ewig scheiße. Oh, oh mein Gott. Mein Link und. Gut. Dann raus hier. Abfahrt. Abfahrt. Oh, war das ein ekelhaftes Geräusch, ey. Mal gucken, ob es nur Meiling ist. Oder doch eine Schmetterling. Meiling. Ja. $50, ja. Ey, leck mich. Ja, wir tun ja unser Leben riskieren, ja, das ist ja echt.
Ich gehe wieder zurück zum Amazon-Zentrallager, Päckchen packen. Ja. 59 halt, Geisterinteraktionen, Alter. Ich bin halt auf easy, ne? Ja. Ja, das andere, das sind wir nicht gemacht für. Ja, was ist denn hart? Also was ist der Unterschied? Ja, du gehst durch die Haustür und wirst gefickt direkt. So, okay. Nee, du hast deine Jagd. Also diese Anfangsphase ist kürzer. Die Jagddauer ist länger, die Pausen zwischen den Jagden sind kürzer. Der Sicherungskasten ist standardmäßig aus. Ja. Dementsprechend aber halt auch mehr Geld, ne? Alter, geil! Hört ihr das? Nein. Komm her. Drück mal auf die Boombox. Achso, ja, das kenn ich, ja. Hier ist eben ein Skelett aus dem Fangschrank gefallen. Hier habe ich noch was für Camelpad. Man, da guckt sogar einer raus. Ja, hab ich doch gesagt. Oh, das sind die Fotos, die ich gemacht habe. Guck dir diesen Hasen an. Alter, man kann die benutzen, oder was? Bin ich. Geil. Getroffen. Passt. Passt. Okay. Ah, fast. Siehst du, wie viele blaue Tüten durch die Gegend? Oh, fast. Was sind das für blaue Tüten? Hier auf das Brett in das Loch werfen. Was? Oh. So, sollen wir aufhören für heute? Wir machen, ja. Wir machen, ja. Dann auf Wiedergesehen, lieber Stream. Auf Wiedergesehen. Auf Wieder, tschüss. Auf Wieder, tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao.